So strahlend festlich klingt die Orgel, die Johann Adam Ehrlich 1748 hier in Bad Wimpfen in der evangelischen Stadtkirche erbaut hat. Mit dieser Orgel wollen wir uns jetzt ausführlich beschäftigen, und ausführlich ist mir besonders wichtig, um einen systematischen Kosmos, einen Kosmos, den wir systematisch begehen wollen, auch wirklich einzufangen. Ein persönliches Wort zum Beginn. 1982 habe ich diese Orgel zum ersten Mal gespielt und erlebt. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie fremd mir diese Orgel damals erschien. Wie aus einer anderen Welt, unerhört, weil ich bis dato auf sehr vielen Orgeln gespielt hatte und immerhin auch den ersten Preis damals der Internationalen Orgelwoche schon 1979 errungen habe. Also ich war auf vielen Orgeln zugange. Dann kam diese Orgel. Sie war mir unbekannt. Eigentlich wie ein Stück Mittelalter. Heute ist sie mir sehr, sehr, sehr bekannt, unglaublich ans Herz gewachsen. Und ich kann nachfühlen, wie es denjenigen geht, die zum allerersten Mal hier spielen würden und dann vielleicht ähnlich überrascht wären. Und so muss man sich gewöhnen. Man steigt in eine andere Welt ein. Also was ist diese Orgel heute für mich geworden? Sie gehört zu den ganz wenigen Instrumenten in Süddeutschland. Da würde ich noch Lahm im Itzgrund dazustellen, die ich als eine Bach-Orgel bezeichnen würde im eigentlichen Sinn. Sie könnte eine mitteldeutsche Orgel sein, sie könnte in Thüringen stehen, aber sie steht eben hier in Süddeutschland, unweit von Bad Wimpfen. Eine dritte Orgel müsste ich noch nennen, die Orgel von Wiegleb in der St. Gumbertuskirche in Ansbach. Riesig für ihre Zeit, von einem mitteldeutschen Orgelbauer aus Erfurt stammend, eben Wiegleb, erbaut. Es gibt ganz wenige andere Orgeln, die uns noch diese Anbindung an Thüringen vermitteln können, obwohl wir hier in Bad Wimpfen ganz in der Nähe von Heilbronn und damit im Großraum Stuttgart uns aufhalten. Wir sind hier in der ehemaligen Freien Reichsstadt Bad Wimpfen, und wenn man vom Neckartal aus hier auf die Stadt schaut, sieht man, wie stolz sie hier auf dem Bergrücken oberhalb des Neckars thront. Unweit von hier mündet die Jagst in den Neckar. Nur um ein Gefühl zu bekommen, auch für die Landschaft mit ihren Weinbergen und darin diese ehemalige Freie Reichsstadt, die sehr gut erhalten ist. Und das Besondere jetzt an diesem Ort ist auch, dass Johann Adam Ehrlich, unser Orgelbauer hier, zwei Orgeln in Bad Wimpfen erbaut hat. 1748 diese etwas kleinere und seine größte, die er überhaupt gebaut hat, 1752 in der ehemaligen Dominikanerkirche, also es war damals ein Kloster, mit einem imposanten Prospekt. Diese Orgel von 1752 hatte mehr als 30 Register und einen imposanten Prospekt sogar mit 16 Fuß Prinzipal. Sie ist heute noch erhalten, sie war bis 1972 völlig original erhalten. Dann wurde sie modernisiert. Es ist ein ungeheurer Schmerz, dass diese Orgel in sehr blass heute spielt. Sie könnte ungleich mehr sein, aber es ist immer noch nicht, trotz nachhaltigster Bemühungen, nicht gelungen, diese Orgel wieder in den Urzustand zurückzuführen, obwohl man es jederzeit könnte. Und deshalb kann auch hier, müssen einige Worte fallen zur damaligen Zeit, nun 50 Jahre zurückgeblendet, 1972.
Richard Rentsch hat diese Orgel genau in dieser Zeit hier restauriert, in der evangelischen Stadtkirche. Zeitgleich hat die Firma Kemper aus Lübeck die unmittelbar benachbarte Orgel quasi modernisiert. Die Registeranlage zum Beispiel ist elektrisch. Die Traktur wurde komplett neu gebaut. Alle originalen Teile sind auf einem großen Schuttberg gelandet. Selbst die originale Posaune ist auf dem Schuttberg gelandet. Ein mir sehr befreundeter Orgelbauer hat sie dann sicherstellen wollen und zu sich nach Hause in die Werkstatt verbracht, diese originale Posaune von Johann Adam Ehrlich. Dann kam die Polizei, das sei nicht rechtens, da sie ja vorher auf dem Schuttberg gelegen sei, und hat die Posaune mitgenommen. Anschließend wurde sie verschrottet. Das ist die Rückblende 50 Jahre zurück. Tragische Umstände haben sich damals zugetragen. Diese Orgel in der Stadtkirche war weit weniger original erhalten. Teile der Orgel standen sogar inzwischen auf dem System der mechanischen Kegellade. Ein Bourdon 16 Fuß wurde hinzugefügt im Hauptwerk und ähnliche Veränderungen. Richard Rentsch hat, wie ich unbedingt feststellen möchte, in genialer Weise damals es vermocht, diesem Instrument wieder diese Kraft, diese Authentizität wiederzugeben, obwohl deutlich viel rekonstruiert werden musste. Das ist eine Diskussion mit der Denkmalpflege, die oft auf dem Standpunkt steht, man dürfe nur konservieren, alles andere, wenn es verloren war, sei ja nicht mehr Gegenstand von Denkmalpflege, weil das Denkmal sozusagen gar nicht mehr existiert. Ich meine, die Orgel ist so komplex, dass wenn wesentliche Teile noch erhalten sind, dann haben wir immer noch das Denkmal. Nur sind eben ein paar Macken an diesem Denkmal jetzt zu beheben. So wäre mein Standpunkt und das wäre auch mein Standpunkt in der Frage der Rückführung, der Rekonstruktion der Dominikanerorgel hier in Bad Wimpfen in der Nachbarkirche. Jetzt auch eine imposante Klosterkirche unten im Tal kann Bad Wimpfen sein eigen nennen. Dort baute der Orgelbauer Schmal aus Heilbronn einstens eine Orgel. Schmal ist auch ein sehr berühmter, bedeutender Name. Johann Michael Schmal, der ist gestorben 1725, kam zu Anfang des 18. Jahrhunderts aus Kamenz in Sachsen hierher in diesen Raum und hat in Heilbronn dann eine bedeutende Werkstatt errichtet. Interessant finde ich, dass Schmal bei Johann Adam Ehrlich angefragt hat, also für den Bau der Klosterkirche unten, für die Orgel der Klosterkirche unten im Tal, ob er Ehrlich ihm eine Mensur der Gambe geben könnte. Das heißt, Schmal war damals, hatte noch gar keine Viola di Gamba als Orgelregister gebaut. Damit ist dokumentiert, wie neu ein solches Register war. Und dass ein so bedeutender Orgelbauer wie Schmal dann wieder bei Ehrlich angefragt hat, eben wegen der Mensur der Gambe. Johann Adam Ehrlich hatte seine Werkstatt in Wachbach bei Bad Mergentheim. Er hat im Hohenloischen, das hier sich von Bad Wimpfenhaus östlich gesehen in ein Territorium erstreckt. Er war einer oder vielleicht der wichtigste hohenloische Orgelbauer. Es gibt etliche kleinere Instrumente von ihm, die aber nicht diese Ausstrahlung besitzen können, weil sie auch verändert wurden oder eben nicht in dieser Großrahmigkeit angelegt sind. Wir haben zum Beispiel eine Orgel, die einmanualig ist und deren Mixtur so angelegt ist, dass sie im Bass eine Terz hat, im Diskant keine Terz. Da die Mixtur ins Pedal gekoppelt werden kann,
Sobald ich im Plenum spiele, spielt das Pedal mit Terz, aber der Diskant ohne Terz. Damit möchte ich andeuten, welche Farbsinnigkeit ehrlich in auch sogar kleine, sehr kleine Instrumente bereits legen konnte, durch solche Modifikationen, die wir zum Beispiel bei Gottfried Silbermann niemals finden können, weil Silbermann zum Beispiel völlig anders orientiert war, von Frankreich her stark orientiert, deshalb mit ganz anderen Ideen unterwegs. Jetzt möchte ich ein bisschen darauf hinweisen, dass ich in meiner Beschäftigung, in meiner künstlerischen Beschäftigung mit dieser Orgel auch Artikel verfasst habe, zum Beispiel 2003 der Klangstil von Johann Adam Ehrlich. Dann folgten weitere Artikel, die ich zum Teil auch für Symposien konzipiert habe. Und immer mehr hat sich von dieser Orgel ausgehend für mich ein süddeutsches Klangprinzip manifestiert. Und so habe ich dann auch einen Artikel genannt, das süddeutsche Klangprinzip als die Wurzel der späteren Romantik oder auch der süddeutsche Klangstil in Acta Organologica veröffentlicht, wo ich versucht habe, das grundsätzlich Idiomatische dessen zu beschreiben, was ich als den süddeutschen Orgelbau bezeichnen möchte. Aber dieser süddeutsche Orgelbau hat eminent zu tun mit Mitteldeutschland, insbesondere Thüringen in der Zeit von Bach. Und Süddeutschland ist natürlich in den früheren Zeiten der K&K-Monarchie keinesfalls das heutige Süddeutschland, sondern ein viel, viel, viel größeres Gebiet, wenn wir von Österreich aus denken und Wien, was ja damals im Grunde zu Süddeutschland gerechnet wurde, weil die Grenzen völlig anders verliefen. Also dieser Kulturbegriff des Süddeutschen hat zu tun mit der K&K-Monarchie von Wien ausgehend, nach Ungarn natürlich reichend, bis hin zu Südschlesien angesiedelt. Das ist alles, sind alles Territorien, die mit dem süddeutschen Klangprinzip, also die das süddeutsche Klangprinzip in sich tragen, wenn wir von einer barocken Orgel sprechen. Was ich heute aufzeigen möchte, ist, wie idealtypisch diese Orgel mir erscheint. Idealtypisch in welchem Sinn? Idealtypisch als eine Orgel, wie sie genauso in Thüringen stehen könnte, wie sie von Bach, von Johann Sebastian Bach jederzeit hätte gespielt werden können. Und das hat zu tun mit der Disposition, also der Aufstellung, der Art der Organisation der Klänge in dieser Orgel. Das ist also eigentlich meine Intention. In der Spitze möchte ich die These vertreten, diese Orgel ist eine Bach-Orgel par excellence. Und das, da würde mir vielleicht nicht jeder auf Anhieb zustimmen wollen. Und deshalb möchte ich diese These zunächst mal als These verstanden wissen, um sie dann eben auch zu versuchen zu begründen. Und um diese These auszuschreiten, müssen wir natürlich uns in verschiedenen Schritten der ganzen Sache nähern. Und diese Schritte sehen wir jetzt mal eingeblendet in unserem Feature, sodass wir auch sehen, welche verschiedenen Wege wir jetzt ausschreiten wollen. Jetzt einige kurze Höreindrücke mit Ausschnitten aus Orgelliteratur, beginnend mit Johann Ulrich Steigleder, das letzte Stück seines Tabulaturbuchs über das Vaterunserlied von Luther, auf Toccata-Manier, in der Idee, dass wir von der Blockwerkorgel herkommen und dass diese Orgel von Adam Ehrlich, Johann Adam Ehrlich, in idealer Weise ein Plenum als Blockwerk organisiert.
Generation später, 1653 geboren, Johann Pachelbel, Toccata G-Moll. Wir hören dabei den Prinzipal 8 Fuß und im Pedal Subbass und Oktavbass. In beiden Fällen, bei Steigleder wie auch bei Pachelbel, steht die italienische Organistenpraxis des Toccatierens, des Improvisierens in freier Manier dahinter. Jetzt ein drittes Beispiel, Georg Muffat aus dem Apparatus Musico Organisticus von 1690, die Toccata Settima in C. Hier bietet sich an, das Plenum jetzt im Unterschied zu Steigleder mit der Terz auszustatten, weil Muffat die Süddeutsche Orgel sehr genau kennt. Er war in Passau tätig und weil er andererseits den Zungenklang kennt, den eine französische Orgel hat, weil er einerseits in Frankreich bei Lully gelernt hat und andererseits in Italien war bei Pasquini. Das heißt, bei Muffat kreuzten sich italienische und französische Stileinflüsse. Er hatte allerdings in Passau keine Möglichkeit, ein klassisches französisches Grand Jeu herzustellen. Deshalb ist die Terzmixtur dann der geeignete Ersatz. Diese Terzmixtur stelle ich kurz vor. Kommt die 16 Fuß bezogene Terz ins Spiel. Wir hören auch keine weitere Repetition mehr. Das heißt, die Mixtur reicht durchaus im Diskant in eher tiefere Regionen. Also ich habe registriert Prinzipal 8, 4 Quint der 2 Fuß und diese Terzmixtur. Im Pedal ziehe ich einmal die Posaune, das kann sein, das muss nicht sein. Und dann wäre das etwa so. In diesem G-Dur-Klang haben wir jetzt sehr viel dieser Fähigkeit der Stimmung dieser Orgel gehört, eine Kirnberger II-Stimmung, und die also die guten Tonarten ausnehmend bevorzugt und sich dort der Klang tatsächlich über die Terz unglaublich zusammenziehen kann und eine ungeheure Strahlkraft entfalten kann, im Unterschied zu dissonierenden Klängen oder zum Spiel mit Moll-Akkorden. Jetzt ein ganz anderes Beispiel. Bachs wohltemperiertes Klavier wurde ja, wie auch Quellen belegen können, durchaus auf der Orgel gespielt. Schon zur Bachzeit oder für Beethoven war das ebenfalls selbstverständlich. Ich möchte das Präludium D-Moll aus dem wohltemperierten 1 zeigen und registriere es mit Quintatön und Gambe.
Soweit diese kleine Kostprobe. Jetzt sind wir bei den unterschiedlichen Registern angekommen, in dem Fall Gambe und Quintertön. Im weiteren Verlauf dieses Begehens dieser Ehrlich-Orgel werden wir natürlich die Register im Einzelnen dann besprechen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, 1748 war Karl Philipp Emanuel Bach 34 oder sein Bruder Wilhelm Friedemann 38 Jahre alt. In der Zeit sagte Johann Christian Bach über seinen Vater, sprach von ihm per die alte Perücke. Und er war ein wichtiger Anreger für Mozart. Also müssen wir uns vorstellen, kaum war diese Orgel gebaut, hat man hier vielleicht nicht unbedingt Bach gespielt, obwohl ich sie für eine Bach-Orgel halte, sondern jetzt war die Zeit der Empfindsamkeit, die Zeit der Bach-Söhne, die ja, wenn wir an Philipp Emanuel denken, viel berühmter waren als der Vater in ihrer Zeit. Und deshalb jetzt der Schwenk zu Mozart aus der späten Klaviersonate B-Dur 590. Der erste Satz, da wähle ich Gedackt und Spitzflöte auf dem Positiv und setze dem Hauptwerk, da kommen dann Akkordschläge, Prinzipal die Quintertön und Oktave 4 dagegen. Der zweite Satz, den kann man hier zum Beispiel auf dem Positiv mit dem musikalisch stillgedackt spielen. Musikalisch stillgedackt heißt, das war ein Register explizit zur Begleitung der Musik, die hier aufgeführt wurde. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser 8 Fuß eventuell gar nicht zur ganzen Orgel gehört hat, weil er vielleicht in einer anderen Stimmung war. Weil wir ja unterscheiden, diese Orgel spielt im Chorton, also einen halben Ton höher, als wir es heute hätten. Und der Kammerton war aber einen halben Ton tiefer als das heutige A. Und wenn man hier mit Ensemble musiziert hat, brauchte man natürlich die Orgel zum Begleiten. Möglicherweise war dieses musikalisch stillgedackt ein separates Element in dieser Orgel und klingt so. Jetzt noch einen Schritt weiter in die nächste Zeit, die wieder ganz anders war wie die Mozart-Zeit, nämlich die Zeit von Felix Mendelssohn Bartholdy. Da wäre jetzt die Idee, wie man eine Sonate von Mendelssohn auf dieser Orgel spielen kann. Mein Beispiel ist die 5. Orgelsonate von Mendelssohn, also Sonate D-Dur. Mendelssohn schreibt interessanterweise ein Mezzoforte mit 16 Fuß für den ersten Teil vor, der ein Fantasiechoral ist, also in der Art eines Chorals daherkommt. Deshalb könnte man, weil hier an dieser Orgel kein 16 Fuß vorhanden ist, sagen, ich muss also eine Oktave tiefer spielen und zum Beispiel die Gambe würde dann so klingen.
Wir sind an einer barocken Orgel, aber mit diesen Klängen werden wir eigentlich sofort in die Romantik entführt. Eine Zeit, die sich Johann Adam Ehrlich nicht vorstellen konnte. Aber er hat hier ein Register geschaffen, in dem genau die spätere Tonsprache schon verborgen liegt. Jetzt, wie kommt man von diesem Klang aus zu einem Mezzoforte? Man kann andere Register dazuziehen, also zum Beispiel im Hauptwerk haben wir das Kleingedakt 4, das jetzt als 8 Fuß spielt. Dann könnte man, weil wir immer noch in keinem Mezzoforte sind, das Stillgedakt des Positivs, dann die Spitzflöte 4 und natürlich brauchen wir im Pedal Subbass. Dieses Klanges und der Traktur, für die man gewisse Kraft aufwenden muss, möchte ich ganz kurz doch ein bisschen bemerken, wie sehr der Anschlag hier wichtig ist. Einerseits Markierung exponierter Melodietöne oder besonderer Harmonik, andererseits die Weichheit bestimmter Wendungen. Also zum Beispiel etwas attackierterer Anschlag für den zweiten Akkord, dann eine weichere Diktion im Weitergehen. Vielleicht wieder eine Unterstreichung. Aber wieder ein weicherer Schlussakkord im Zusammenhang. Der relativ schwere Anschlag bei gekoppelten Manualen muss beantwortet werden, auch durch einen Einsatz Oberarm-Schulter. Man kann es nicht mehr allein nur noch durch die Finger steuern. Jetzt der zweite Satz in H-Moll, der mit gedeckten Farben ein Piano erzeugen soll. Also ist man an die Gedakte verwiesen. Ich nehme das Hauptwerkgedakt, das Positivgedakt und habe die Schiebekoppel, dazu Subbass im Pedal und die Pedalkoppel des Positiv. Kleine Bemerkung, in der Gegenüberstellung dieser beiden Sätze, Choral, hier Lied ohne Worte. Die Gemeinde als Ganzes, das einzelne Individuum dagegen.
in eigener Sprache. Jetzt der dritte Satz. Hier kommen wir zum Plenum. Und welche Art von Plenum wollen wir wählen? Es steht die Terzfarbe oder die Nicht-Terzfarbe zur Verfügung. Es ist ein strahlender Satz in D-Dur. Dann würde ich sagen, die Terzmixtur ist sehr geeignet. Mendelssohn schreibt kein Fortissimo, sondern ein Forte. Der Satz kann sich durchaus steigern. Und dennoch würde ich tatsächlich bis zur Posaune gehen in der Registrierung. Also wie komme ich zu einem interessanten Klang? Ich baue ihn im Manual einmal auf vom Prinzipal her. Vielleicht auch tatsächlich gekoppelt schon. Dann wäre das noch das Gedakt. Jetzt der Prinzipal. Wie kann ich diesen Klang anreichern? Quintatön. Gambe. Vielleicht auch noch ein Gedakt. Wir müssen denken, die Romantik will verbreitern. Also das Gedakt noch hinzu. Oktav. Der Kornett. Aber auch die Terzmixtur. Jetzt ist es für mich schon die Idee, ich will auch einen 16-Fuß erzeugen, den ich im Manual nicht habe. Ich könnte den ganzen Satz eine Oktav tiefer greifen. Noch ein bisschen aufgefüllt im Positiv, Prinzipal 4-Fuß dazu. Spitzflöte, also diese wirken jetzt als 8-Füße. Und jetzt antwortet das Pedal, zum Beispiel mit der Posaune und den eigenen Pedalregistern im Ganzen. Natürlich jetzt sehr viele 8-Füße als 16-Füße. Dann wäre die nächste Überlegung, Prinzipal 8-Fuß des Hauptwerks aus dem Klang herauszunehmen. Im Unterschied klingt es jetzt so. Das waren jetzt die kleinen Kostproben in dieser ersten klanglichen Einführung, um einen ersten Eindruck über diese Orgel und ihre mögliche Bandbreite zu gewinnen. Jetzt steigen wir in die nähere Betrachtung dieser Orgel ein. Spieltisch. Registerzüge heißen Manubrien.
diese Aufsätze sind möglicherweise nicht mehr die, die ehrlich gemacht hat, aber diese Form der Registerzüge ist genau Ehrlichs Art und Manier. Wir sehen jetzt unsere Disposition und müssen sie in Einklang bringen mit den Funktionen hier am Spieltisch. Und das ist nicht ganz einfach. Außen haben wir die Hauptwerksregisterzüge, innen die des Hinterwerks, positiv als Hinterwerk gebaut, also hinter dem Hauptwerk stehend. Und jeweils außen, oben und unten, sind die Pedalregister. Hier muss man sich zunächst einmal zurechtfinden, außen Hauptwerk, innen Hinterwerk, jeweils oben, unten das Pedal. Der Barock lebt aus der Symmetrie, infolgedessen ist der Prinzipal auf der einen Seite, die Oktav dazu auf der anderen Seite, die Quinte hier, die dann folgende Superoktav wieder hier. Wie ist es mit den Klangkronen? Sie kommen jetzt weiter unten. Hier die Mixtur, die keine Terz hat. Sie heißt bemerkenswerterweise hier in Bad Wimpfen Kornett. Und die Mixtur, die eine Terz hat, wo wir schon festgestellt haben, dass sie in der Mitte der Klaviatur auf 3 1/5, also auf die 16 Fuß bezogene Terz, repetiert. Der Registerzug ist hier. Das wäre jetzt das große Mixturblockwerk. Vom vorherigen Spiel war noch die Schiebekoppel gezogen, die schiebe ich jetzt zurück. Jetzt ist die Klaviatur entkoppelt und man darf ja nie während des Spieles diese Schiebekoppel betätigen, sonst bricht Ihnen die Mechanik. Jetzt die Register des Positiv, aufbauend von groß gedackt hin zu den kleineren Registern. Das ist jetzt genau spiegelbildlich. 8 Fuß im Hauptwerk nach unten zu den höheren Farben. Hier genau spiegelbildlich sozusagen, spiegelverkehrt, im Positiv das groß gedackt, dann die Spitzflöte, die Oktav 2 und die Terzmixtur. Die Orgel steht aber auf dem Prinzipal 4 Fuß, das Positiv. Entsprechend geht es wieder nach oben, 4 Fuß, noch ein 4 Fuß und darüber die Quint 1/3. Wenn man sich dieses System ein bisschen philosophiert, könnte man auf folgende Idee kommen. Der Kornett, nicht zu verwechseln mit einem französischen Cornet, ist eine Stimme ohne Terz. Ich führe diesen Kornett, diesen Gedanken, warum es Kornett heißt, zurück auf die italienische Registrierung Cornetto, Concerto di Cornetti, 4 Fuß. 2 Fuß, 1/3, 1 Fuß, vierfach registriert und das wäre in etwa dieser Kornett. Dazu der Aufbau, Prinzipal 8, 4, Quint. Jetzt im Positiv quasi spiegelbildlich. Die höchste Stimme im Positiv, wenn wir es vergleichen mit der terzlosen Kornettstimme, wäre hier Quint 1/3, 2 Fuß. Die gleiche Funktion hier im Hauptwerk, Kornett,
wie Quint im Positiv steht sich so gegenüber. Ich reduziere alle Register. Ich ziehe die Terzmixtur hier oben des Positivs und die Terzmixtur des Hauptwerks hier unten und komme zum Schluss, diese Klangkronen könnten verstanden werden über Kreuz. Die eine Achse, die Klangkronen ohne Terz, die andere Achse, die Klangkronen mit der Terz. Symmetrisch, 8 Fuß, 4 Fuß, die Quint, der 2 Fuß für das Hauptwerk. 8 Fuß hier, von tief nach hoch. Im Positiv genau umgekehrt, 8 Fuß hier, von unten nach oben bis zur Klangkrone. Insofern, vielleicht philosophiere ich auch zu viel in den Klang hinein, aber die chiastische Stellung wäre mir in der Anordnung der Register hier sehr klar betont. Man braucht ein bisschen Zeit, um sich in diese Anordnung einzuarbeiten. Und ja, deshalb vermute ich, sie ist nicht pragmatisch, diese Anordnung, sondern ja, innerlich durchdacht mit einer Idee versehen, möglicherweise. Die Stimmung der Orgel kommt, muss natürlich der Spieler, der hier den Spieltisch behandelt, klar beobachtet werden. Gute Tonarten, schlechte Tonarten. Gute Tonart, mäßig gut, sehr gut. Und so durch den gesamten Quintenzirkel. Zur Überlieferung der Orgel ist noch zu sagen, diese Tastenbelege sind 19. Jahrhundert. Wir haben die originale Klaviatur verloren. Ich möchte noch einmal betonen, diese Orgel war mit Kegelladen ausgestattet, jedenfalls ein Teil des Hauptwerks, um den 16 Fuß noch anzusteuern, der zusätzlich eingebracht wurde, der Bourdon 16 Fuß des Hauptwerks. Warum kam man auf diese Idee, einen 16 Fuß zusätzlich einbringen zu wollen? Ich denke, man hat Anstoß genommen an dieser Idee der Mixtur. Dieser Ton im Unterschied zu in dieser Lage steht die Mixtur auf 8 Fuß Basis, wechselt jetzt in die 16 Fuß Lage. Das könnte auch heute noch manches Ohr stören, denn Johann Adam Ehrlich hat es sicherlich nicht gestört, sondern es gehört zu dieser Orgel. Eine Diskursebene ergibt sich auf diese Weise für Stücke wie für manche Organisten wäre das ausgeschlossen. Möglicherweise dürfen wir es nicht ausschließen, aber eines ist auch klar, wenn diese tiefe Terz mit 16 Fuß Bezug homophon gespielt wird, dann ist die Posaune 16 Fuß das Bezugselement. Jetzt ist der Klang perfekt organisiert. Niemand stört sich jetzt an dieser 16 Fuß bezogenen Terz. Im Gegenteil, sie ist jetzt eigentlich eine Art Mitte des Klanges.
wie mein Zwerchfell die Mitte meines Organismus ist, dann ist die Posaune 16 Fuß gleichzeitig gleichermaßen mein Fuß und die Klangkrone, die die Mixtur ja repräsentiert, ist gleichsam mein Haupt. Das heißt aber im Umkehrschluss, die Mixtur mit ihrer Terz 3 1/5, die zum 16 Fuß aufschließt, ist gleichermaßen Klangkrone wie Mitte, wie auch das Bezugselement zu meinen Füßen zur Posaune 16 Fuß. Das ist ein humanes Bild, vielleicht ist es sogar ein christologisches Bild, eine Dreiheit aus unten, Mitte und oben. Und so leuchtet diese Orgel. Und möglicherweise gehe ich eben nicht zu weit, sondern möglicherweise haben wir schon ausgehend von der Spieltischkonzeption und dann weitergeführt in der Klangkonzeption hier ein ungeheuer wichtiges, eminent wichtiges theologisches Konzept. Wichtig ist auch noch und sehr bemerkenswert, völlige Ausnahme, dass wir an dieser Orgel zwei Pedalkoppeln haben. Wir haben die Koppel zum Hauptwerk und wir haben die Koppel zum Positiv. Dass eine Positivkoppel vorhanden ist und gleichzeitig Hauptwerk-Pedalkoppel, das ist völlige Ausnahme und das hat zu tun damit, dass diese Orgel ursprünglich nicht hier auf dieser Empore stand, sondern im Kirchenraum. Man hat Inschriften gefunden, sodass man heute rekonstruieren kann, dass sie auf welcher Seite der Wände, bevor es in den Chorraum geht, diese Orgel wohl gestanden hat. Anfang des 19. Jahrhunderts, das war ja der große Umbruch der Säkularisation, hat man dann den Lettner abgebaut, der da vorne vor dem Chorraum stand, und man hat die Orgel hierauf transferiert. Man sieht ganz eindeutig, dass die Höhe nicht ausgereicht hat, deshalb hat man die Orgel hier im Spieltisch tiefer setzen müssen. Und am Medaillon hier oben sieht man, dass man Schwierigkeiten hatte und das Medaillon, das normalerweise über den Mittelturm ganz nach oben senkrecht geht, das musste man deutlich schräg anbringen, um diese Orgel überhaupt hier auf die Empore zu bringen. Der Orgel kommt ungeheuer zugute, dass man hier dieses ganze Gewölbe sieht, das natürlich eine phänomenale Akustik gibt, quasi einen Schalltrichter baut, um den Klang in die Kirche zu transportieren. Ich habe Stimmen vernommen, die mir gesagt haben, wissen Sie, Herr Bossert, diese Orgel klingt nur so gut, weil sie hier oben steht und weil sie so ideale akustische Verhältnisse hier vorfindet. Dann würde ich sagen, wir können leider nicht den Gegenbeweis und wir wollen auch nicht den Gegenbeweis antreten. Es wäre hier eine x-beliebige Orgel und die müsste jetzt genauso hervorragend klingen wie die Ehrlich-Orgel, weil ja dieses Gewölbe so ausgezeichnet der Orgel zu Klang verhilft. Also ich glaube, das sind doch andere Ursachen, weshalb diese Orgel so überzeugend klingt. Was mich ein bisschen schmerzt, ist, dass durch die Jahrhunderte seit Johann Adam Ehrlich die originale Balganlage nicht mehr vorhanden ist. Was mich auch schmerzt, ist, dass bis heute eine moderne Orgelbank hier steht und damit eigentlich ein Bruch in dem ganzen Ensemble besteht zwischen dem originalen Gehäuse, original sogar die Prospektpfeifen. Normalerweise musste man Prospektpfeifen im Ersten Weltkrieg abliefern. Man hat offenbar auch damals in der Spätromantik den Wert dieser Orgel durchaus erkannt. Diese Pfeifen mussten weder hier abgegeben werden, noch an der Dominikanerorgel. Beide Orgeln haben
ihre originalen Prinzipalprospektpfeifen bis heute erhalten. Soweit jetzt die Funktionen des Spieltisches und einschließlich dessen, dass die Orgel überhaupt hierher versetzt werden musste. Warum jetzt zwei Pedalkoppeln? Die Antwort wäre, weil sie von dort unten gesprochen hat, auch in den Chor hinein sprechen wollte, hat man dem Hinterwerk, das in den Chorraum gesprochen hat, eine eigene Pedalkoppel gegeben, um hier quasi eine zweite Orgel Richtung Chor zu installieren und eine andere Orgel, die in den Gemeinderaum hinein spricht. Deshalb vermutlich diese beiden Pedalkoppeln. Wir kommen jetzt zu den einzelnen Klangfarben der Orgel, also in gewisser Weise zu ihrem Innenleben. Wir werden dann auch einzelne Pfeifen sehen, wie sie beschaffen sind, um den Aspekt der sogenannten unterscheidlichen Register dann auch in ihren Unterscheidungen noch klarer sehen zu können. Ich möchte ganz kurz aufblättern, welche Punkte mir wichtig sind in diesem Abschnitt unseres Ganges durch die Ehrlichorgel in Bad Wimpfen in der Stadtkirche. Die Prinzipalorgel hin zum Plenumaufbau, der Aspekt des Blockwerks, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Plenum, die verschiedenen Plenumformen mit Terz, ohne Terz, mit 16 Fuß Bezug, 8 Fuß, 4 Fuß Bezug. Dann die eben genannten unterscheidlichen, also die verschiedenen 8 Fuß Farben in ihrer Individualität, aber auch in ihrer paarigen Mischung. Dann die 16 Fuß Lage der 3 1/5 Disposition der Mixtur. Das Prinzip pars minor, pars major ist ein Punkt, was auch immer das dann sagt. Pedalregister, die Funktion von 2 4-Fuß-Registern im Pedal, sehr bemerkenswert. Dann einzelne Parameter, die das Ansprechen der Register und den Umgang mit dem Anschlag betreffen und schließlich am Ende daraus Konsequenzen, Echo-Prinzipien zwischen den beiden Manualen, um dann das komplette Bild zu differenzieren, wie es an dieser Orgel möglich wird. Und um auch zu sehen, eine Orgel ist nicht einfach eine Klangdisposition, nicht einfach ich füge Steinchen auf Steinchen, sondern es muss sich verzahnen, es muss sich durchdringen. Es gibt die Notwendigkeit einer klanglichen Dichte. Wie wird das erzeugt? Das sind die Fragestellungen, die auch durch diese Orgel, die ich schlicht als genial bezeichnen möchte, eben auch beantwortet werden. Jetzt die Prinzipalorgel steht selbstverständlich auf dem 8-Fuß-Prinzipal. Vorhin schon gesagt habe, Prinzipal 8, Oktave 4, zunächst für sich. Es ist jetzt schon deutlich, diese frische Ansprache, jetzt die Stärke der Quint 3 Fuß ist ganz bemerkenswert.
Jetzt haben wir eine erste Plenumform aus 8, 4, 3, 2. Warum sage ich drei Fuß? So haben die barocken Orgelbauer gern gesprochen, wenn sie über die Quinte 2, 2 Drittel, also den dritten Teilton, gesprochen haben. Wir haben jetzt bemerkt, die Quinte in ihrem starken Eigenleben zusammen mit vier Fuß halten die beiden sich fast die Waage, aber in Verbindung mit 8 Fuß und 2 Fuß gibt es diese Einheit, aber eine deutliche Betonung der Quint in dieser Orgel. Das ist sicher ein Charakteristikum dieser Orgel. So können wir jetzt den Prinzipalchor weiterführen. Gehen wir zum Positiv, Prinzipal 4 Fuß. Dazu die Oktav 2. Wind ein Drittel. Jetzt steht das Positiv auf 4 Fuß Basis. Werk auf 8 Fuß Basis. Möglicherweise ist es musikalisch stillgedackt ursprünglich mal in einer eigenen Stimmung gewesen, sodass jetzt, wenn die Mixtur, die Terzmixtur hinzutritt, ein Vierfußplenum die Idee von Ehrlich gewesen sein könnte. Wir haben tatsächlich hier im diesem Raum in Süddeutschland, im Odenwald, in Waldürren, eine Orgel des Orgelbauers Dauphin, der zunächst bei Wender in Thüringen gelernt hat, vielleicht sogar beim Orgelbau in Arnstadt, den Bach dann abgenommen hat, beteiligt war. Anschließend ging er nach Kleinheubach, um dort von Mitteldeutschland kommend eine Werkstatt aufzubauen in der Nähe von Würzburg. Dieser Dauphin hat in Waldürn eine dreimanualige Orgel gebaut, in der er das Hauptwerk auf 16 Fuß Basis, das Oberwerk auf 8 Fuß Basis und das Brustpositiv auf 4 Fuß Basis ohne Vorhandensein des 8 Fußes gestellt hat. Wenn wir das verkleinern, das 16 Fuß Hauptwerk nehmen wir weg, jetzt haben wir noch einen 8 Fuß Korpus und einen 4 Fuß Korpus, dann hätten wir möglicherweise das. Und jetzt ist diese Klangformation vom Vierfußprinzipal aus die gleiche wie vom Hauptwerk. Also 8-Fuß-Bezug, 4-Fuß-Bezug ist hier die Fragestellung. Und die andere Fragestellung, Terzhaltigkeit der Mixtur. Das ist die andere Fragestellung. Jetzt komme ich zu einer anderen Plenumart. Ich nehme die Terzmixturen weg. Im Positiv ist die Quint der höchste Chor.
im Hauptwerk der Kornett. Mit dem Vierfußbezug des Positivs wird gestützt durch Bachs Bearbeitung des Vivaldi-Konzertes Grosso Mogul, in dem ein Violinkonzert auf die Orgel übertragen wurde. Die Violine endet bekanntlich beim G0, kann aber in unglaubliche Höhen gehen. Das G0 auf Vierfußbasis wird hier gedrückt. Und ich kann von dort aus diese Bearbeitung zeigt, dass auch Bach ein Werk auf Vierfußbasis stellt und ein anderes, nämlich das Ripieno-Spiel auf dem Hauptwerk, auf Achtfußbasis. Wäre ein eindeutiger Beleg für diese Praxis. So, jetzt sind wir bei wie viel Plenumformen gewesen? Bei 5 Plenumformen an dieser zweimanualischen Orgel. Ich ziehe die Klangkrone Kornett ab, dann habe ich im Hauptwerk 8-4-3-2. Quinte plus Zweifuß wäre das, was in Norddeutschland die Rauschquinte einbringt. Das wäre die erste Plenumform. Die zweite, das Echo, nein, nicht die zweite, sondern bezogen ist diese Form auf das Positiv in dieser Form. Jetzt der nächste Schritt in die Plenumform 2, der Kornett kommt hinzu. Dazu korrespondiert die Quinte. Und schafft eine dritte Plenumform. Jetzt kämen als Schritt 4 und 5 die Frage der Terzmixtur im Hauptwerk. Beantwortet durch das Positiv. Und so kommen wir zu 5 Plenumformen. Jetzt sage ich ganz bewusst provokativ, es gibt auch eine 6. Plenumform an dieser Orgel. Diese Terminologie, wie komme ich zu einer 6. Plenumform, das ist nun meine Art, über Orgeln dieses Typs zu reden. Nämlich, jetzt kommen wir zu den sogenannten unterscheidlichen. Und die unterscheidlichen, wenn ich sie zusammenziehe, ich fange bei dem Charakteristikum des Quintatön an. Als nächstes unterscheidliches Register die Gambe. Das wäre sozusagen die modernste Farbe, die seit dem frühen 18. Jahrhundert in die Orgelwelt Einzug hält. Aber schon vielleicht seit 1670 bekannt ist. Der dritte Achtfuß im Bunde wäre ein Gedakt und das ist eine ganz normale Farbe, jedenfalls was Deutschland, Frankreich, alle Länder außer Italien betrifft.
schließlich der vierte, der eigentliche wichtigste, der Prinzipalakt. Jetzt kommt der moderne Schritt im Laufe des 18. Jahrhunderts, dass man diese acht Füße nicht nur getrennt betrachten kann, sondern möglicherweise zusammengezogen. Und jetzt käme bei jedem Register eine andere Obertonqualität hinzu. Die Gambe wäre das hellste dieser Register. Die Quintadena bringt die Quintfarbe ein. Das Gedakt verbreitert diesen Klang. Jetzt nehme ich das Gedakt wieder weg, weil der Prinzipal verbreitert einerseits und bringt Strahlkraft andererseits. Welche Obertöne sind im Spiel? Acht Fuß in jedem Fall. Vier Fuß als erster Teilton, sonst hätten wir keine Strahlkraft im Klang. Mindestens auch zwei Fuß über die Gambe und die Quinte 2/2 durch das Quintaton. Also 8-4-3-2 sind durch diese drei Achtfüße in jedem Fall im Klangspektrum sehr präsent. Und vorhin haben wir davon gesprochen, dass Prinzipal 8, 4 Fuß, 3 Fuß, 2 Fuß, eine erste Plenumform ist. So wäre also jetzt diese Plenumform. Das, was ich ein Grundstimmen oder den Schritt in das Grundstimmenplenum nennen möchte. Grundstimmenplenum ist also eine Erfindung, eine terminologische Erfindung von mir. Jetzt, ich habe vorhin den Begriff pars minor, pars major gesetzt. Das ist allerdings eine gebräuchliche Terminologie, um zu beschreiben, dass das Hauptwerk ein Pars Major ist, weil er viel mehr Resonanz erzeugen kann, sich aber alle Klangfunktionen in einem Hinterwerk oder positiv wiederfinden, eine Oktav höher, und damit haben wir kleinere Pfeifen, also ist das der Pars Minor. Also beide Teilwerke, die im Manual gespielt werden können, wären dann Pars Major auf dem Hauptwerk, Pars Minor auf dem Positiv. Und jetzt überrascht es nicht, dass genau die Farben, die wir gerade hatten, auch als vier Füße im Hinterwerk auftreten. Diese Beziehung nenne ich eine Echo-Beziehung, also der Prinzipal 8 Fuß, Prinzipal 4 Fuß. Quintadena, Flöte gedeckt, Viola di Gamba, Spitzflöte. Jetzt kann ich dieselbe Summation wieder durchführen. Der Prinzipal macht den Anfang.
Was vorher die Gambe war und Oberton bringt, ist jetzt die Spitzflöte. Was die Quinte bringt, ist jetzt das sogenannte Flöte gedeckt. Der gleiche Aufbau im Hauptwerk. Jetzt kann ich das koppeln. Jetzt reicht das Teiltonspektrum über die Flöte gedeckt 4 Fuß, die ja ein Quinterton ist, bis zu dem 1/1 Fuß und über den Prinzipal 4 Fuß werden weitere geradzahlige Teiltöne 2 Fuß und 1 Fuß angeregt. Deshalb hat der Klang Farbe, Höhe und Volumen gleichzeitig. Um ein Musikbeispiel zu bringen, das mir besonders geeignet erscheint, möchte ich ein Stück, ein Konzerto von Johann Ernst, Prinz von Sachsen-Weimar, kurz anspielen. Jetzt habe ich bewusst das Positiv noch auf Vierfußbasis belassen. Jetzt kommt natürlich die nächste unweigerliche Frage, ob wir nicht doch den Achtfuß dazu nehmen sollten. Jetzt wirkt also ein Pars Major und ein Pars Minor durch die Manualkoppel, durch die Schiebekoppel, im Ripieno zusammen. Durch das Gedakt 8 Fuß haben wir jetzt 4 Achtfüße und 3 Vierfüße. Wir können Ripieno und Concertino gegenüberstellen und wir werden jetzt Nutznießer eines weiteren Effekts, die Gambe spricht langsam an. Quintertön spricht sehr präzise an. Prinzipal irgendwo dazwischen. Das heißt, wenn ich Akkorde kurz spiele, entfalten sie noch nicht ihre Kraft. So viel Weg ist, bis alle Pfeifen ihre volle Resonanz haben. Mit 3 Tönen. Wenn ich davon Gebrauch mache, habe ich einen Forte-Klang und einen reduzierten Klang. Und dann kann ich diesen reduzierten Klang wieder aufbauen. Und das ist für mich dynamisches Orgelverständnis, dynamisches Orgelspiel. Hätte ich nur Prinzipal 8 und 4 Fuß im Spiel, würden sich diese Effekte längst nicht so summieren, wie wenn ich Register habe, die naturgemäß schwerer ansprechen wie die Gambe. Das heißt, erst wenn sie im Forte berührt werden, durch volle Erregung ihrer Resonanz können sie sich auch einbringen. Sobald ich über die Traktur
kann ich sie sozusagen ausfiltern und damit quasi, wie wenn ich permanent umregistrieren würde, mit der Taste agieren. Der Gegenversuch. Der Gegenversuch heißt Prinzipal 8, 4 und dasselbe Spiel. Jetzt vielleicht auch ohne Koppel, nur Prinzipal 8 und 4. Habe mir dieselbe Mühe gegeben, unterschiedlich anzuschlagen, nur rein physikalisch werden diese Pfeifen sofort resonieren und ich kann diesen Effekt nicht abschöpfen. Was ich jetzt versucht habe zu entwickeln, war mir lange so gar nicht bewusst. In meiner Studienzeit wurden von diesen Dingen nicht wirklich gesprochen, dass das barocke Parameter sein könnten, stand eigentlich nicht zur Diskussion. Wie bin ich dorthin gekommen? Genau durch diese Orgel, durch keine andere Orgel. Ich war oft hier, habe sehr viel probiert. Allmählich wurde mir immer deutlicher, wie sich dieser Kosmos dieser Orgel strukturiert. Und mir wurde immer deutlicher, wie jetzt in dieser einen Orgel unterschiedlichste Wechselwirkungen sich gegenseitig bedingen. Also wie Registrierung, Anschlag, Tempo ineinandergreifen. Das ist jetzt zunächst Common Sense. Das wird niemand bestreiten, dass das so ist. Dass man es aber auf der Ebene von verschiedenen Achtfüßen, also den sogenannten unterscheidlichen, auch im Barock so beanspruchen könnte, das war mir neu. Es hat mich ein bisschen irritiert, dass ich auf diese Spur gekommen bin. Mir war es natürlich von der Denkweise der romantischen Orgel schon lange her bekannt, bewusst. Aber nun stand ich vor der Frage, projiziere ich möglicherweise ein romantisches Denken auf ein barockes Concerto von Johann Ernst von Sachsen-Weimar und mache damit einen großen Fehler, indem ich romantische Prinzipien auf Barockmusik anwende. Heute würde ich sagen, die Messa de Voce, die Klangkultur eines heutigen Barockorchesters ist, also die Klangbehandlung der Geiger, einen Ton anschwellen zu lassen. So hat in meiner Erinnerung, in meiner Jugendzeit, wenn Karl Münchinger das Württembergische Kammerorchester hat spielen lassen, so hat niemand dort Barockmusik gespielt, sondern es war sehr handfest, es war sehr geradeaus, das war unter großer motorischer Kraft gespielt, aber mit Betonung auf Kraft. All das Musik von Resonanz lebt, die mehr und weniger aktiviert sein kann. Das sind die Erkenntnisse, die uns die historische Aufführungspraxis des Violinspiels neu geschenkt hat. Und die Beziehungen zwischen Violinspiel und dem Tastenspiel ist zum Beispiel durch Geminiani ganz klar belegt und durch viele andere und wird bezeugt, indem sich Johann Sebastian Bach mit dem Concerto Grosso der Italiener beschäftigt hat, indem er es für die Orgel transkribiert. Also ist die Beziehung zwischen Violinspiel und Orgelspiel historisch eine Tatsache. Wenn wir nun also die Prinzipien von Bogendruck, von Anschwellen und Abschwellen als barockes Grundprinzip nun durch Aufführungspraxis und die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, zugrunde legen, dann ist jetzt der nächste Folgeschritt, das in einer Orgel wiederzufinden. Und genau
Hierauf gibt die mitteldeutsche Orgel von Bach zu Bachs Zeit und die süddeutsche Orgel eine klare Antwort. Ich war mir zunächst nicht sicher, heute bin ich mir darüber sicher. Dennoch ist mir es wichtig, hierüber, wie jetzt gerade, sozusagen eine Art Beweisführung immer wieder zu leisten. Damals, vor etwa 25 Jahren, war es neu. Ich habe es an dieser Orgel entdeckt. Ich war mir unsicher, ob man mir folgen könnte oder ob ich vielleicht ganz falsch liege. Ich bin damals dann mit Studenten immer wieder hierher gefahren und habe gesagt, wir müssen das überprüfen. Wie ist es für euch? Und mein Test war, bei der eben gespielten Registrierung Johann Ernst, Concerto mit nur 8 Füßen und 4 Füßen. Ich habe sie gefragt, was hört ihr im Spektrum? Welche Registrierung habe ich gemacht? Ja, sie haben 8 Fuß, 4 Fuß, 2 Fuß, 1/1 genommen. Dann war der Beweis für mich klar, dass das Ohr diese Obertöne wahrnimmt und dass niemand meint, dass das durch die Summierung von 8 und 4 Füßen zustande kommt. Und das Ergebnis konnte ich auf die Weise überprüfen, mich selber konnte ich auf diese Weise überprüfen. Heute ist es für mich eine Tatsache, dass das ein wesentlicher Teilaspekt, ganz sicherlich noch nicht der einzige, aber ein Teilaspekt der Behandlung der Orgel in der Bachzeit bedeuten muss. Und das ist nun eine Idee, eine Vorstellung, die erst noch in der gesamten Orgelwelt überhaupt ankommen müsste. Hier müssen wir also neu diskutieren und betreten in gewisser Weise damit tatsächlich Neuland. Jetzt muss ich mal an dieser Orgel noch erwähnen, was wiederum eine Besonderheit ist, dass diese Orgel auch 2 Vierfußregister hat. Die hat Johann Adam Ehrlich, er hat verschiedene Kostenanschläge eingereicht, und der ausführlichste hatte auch diese 2 Vierfußpedalregister. Sie wurden aber dann nicht von Ehrlich gebaut, man hat das Geld gespart, aber er hatte die Idee. Rentsch hat es dann rekonstruiert, die Oktav 4 klingt so. Flötiger Charakter und eine sogenannte Partonflöte, also Burdunflöte, klingt so. Richard Rentsch als Quintade rekonstruiert und zusammen. Was kann ich damit tun? Ich kann einen Cantus Firmus spielen. Und kann ihn begleiten und damit ein Choralvorspiel. Registrieren. Die Organistenpraxis, die wir vor allem vom 17. Jahrhundert her kennen, in Deutschland das Pedal als Sopran-Cantus Firmus einzusetzen, lebt hier möglicherweise weiter. Die Orgel reicht also zurück ins 17. Jahrhundert in ihrer Denkweise und gleichzeitig bekomme ich ein obligates Pedal, nämlich eine Zeichnungsfähigkeit. Mir zum Beispiel dann beim Trio-Spiel und ähnlichen Registrierarten behilflich ist. Jetzt wollen wir auch, weil wir über das Pedal sprechen, vom Pedal Ambitus noch kurz sprechen. Das Pedal reicht bis zu C1. Es hat hier an dieser Orgel ein tiefes Cis
Ich bezweifle, dass diese Orgel ursprünglich ein tiefes Cis hatte. Das muss man allerdings noch überprüfen. In vielen Orgeln der Bachzeit fehlt diese Pfeife, weil sie viel Geld kostet, weil sie groß ist, weil sie wenig gebraucht wird. Die Pedalklaviatur ist ja ebenfalls nicht mehr original. Jetzt, der Ambitus ist C1 an der Schwesterorgel in der Dominikanerkirche, die 4 Jahre später gebaut wurde, haben wir das typische süddeutsche Pedal gehabt, es ist leider verloren, bis A0. Das heißt, ehrlich baut hier, da bin ich überzeugt, für die Anforderungen einer katholischen Klosterkirche, hier baut er für eine protestantische Stadtkirche, hier wird Pedal obligat gespielt, hier wird Cantus Firmus gefordert, auch im Pedal. Das waren nicht die Anforderungen in der Schwesterkirche, in der Dominikanerkirche, dort musste einfach die Basistöne mussten erklingen, wie sie in der typischen süddeutschen und italienischen Praxis dann vorkommen. Also ein nicht obligates Pedal in der späteren Orgel für die katholische Kirche, ein obligates Pedal hier für die Stadtkirche, damit andere Anforderungsspektren. Manualumfang geht bis C3. In der Bachzeit kann man auch D3 finden. Genauso kann man in der Bachzeit in ganz seltenen Fällen sogar bis F1 im Pedal einen Ambitus finden. Oder in Arnstadt geht es bis D1, aber das Cis1 hat man nicht gebaut. Weshalb ich glaube, wenn Bach im D-Dur-Präludium so explizit hervorhebt, er war vielleicht inzwischen von Arnstadt nach Mühlhausen gegangen, hat das D-Dur-Präludium dort komponiert und gesagt, so, ein Cis wäre doch auch nicht schlecht, wenn wir es hätten. Das nur als kleine Nebenbemerkung. Jetzt ganz wichtiger Aspekt, eine Klärung verschiedener Parameter des Klangdenkens, nämlich zuerst die Differenzierung der Ansprache von Registern. Es ist selbstredend, dass ein Gedakt einfach eine andere Klangfunktion und Ausstrahlung hat als zum Beispiel eine Gambe. Der Obertonreichtum bringt eine gewisse Schärfe in den Klang oder eine Weichheit. Und jetzt entsprechend Ansprache. Das wäre die Ansprache der Gambe, also sehr unterschiedlich. Solche Unterschiedlichkeit kann ich bei einem Gedakt nicht erzeugen. Es klingt immer gleich, wenn ich so will. Es klingt, ich kann es schärfer artikulieren, weicher. Aber das Obertonspektrum ändert sich im Grunde nicht. Dann kann ich, wenn ich mit Registern in ihrer Kombination arbeite, Obertöne dazu bringen oder reduzieren. Als zum Beispiel kann ich bei der Gambe den Quintteilton dazu bringen. Damit klar ist, der Quintanteil wird jetzt durch das Quintatön erzeugt. Wenn ich den Quintton wirklich bemerken will und hören will, dann hilft mir diese Übung. Wir bemerken sogar, dass diese Pfeife jetzt ein bisschen ins Schweben kommt. Wow, 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 wow. Weil das Quintatön einen reinen dritten Teilton produziert, im Unterschied zu dieser temperierten Quint von C, G. So, also das heißt,
Schattierung mit Teiltönen, zum Beispiel auch so. Das waren jetzt sehr große Schritte. Es wäre aber auch so denkbar in viel feineren Schritten. Die Spitzflöte ist das Schwesterregister zur Gambe, nämlich Spitzflöte Vierfuß. Kann ich das wieder überführen, Wechselwirkung, in das Spiel dieser beiden Stimmen in ihrem gegenseitigen Austausch. Das möchte ich den Schritt in die Schattierung nennen. Und da wir nun eine ganze Reihe ähnlicher Register, Pass Major, Pass Minor, haben, lässt sich dieses Beispiel natürlich auf andere Klangfarben jederzeit übertragen. Kommen wir zum nächsten Parameter, der Anschlag, den ich aktiv und nicht aktiv nennen möchte. Er kann akzentuiert sein und er kann weicher sein. Wir haben diese Beispiele nun schon erlebt, wie sehr sich das zum Beispiel im Concerto von Johann Ernst von Sachsen-Weimar auswirkt, wenn ich artikuliere. Damit ist auch Länge und Kürze eines Tones entscheidend. Ganz eindeutig bei der Gambe, kurzer Ton, fast keine Resonanz. Jetzt ist die Gambe da. Wie reagiert der Prinzipal? Ist es im Akkord? Diese Anschlagsmöglichkeiten alle irgendwie zu mischen und auf diese Weise bekomme ich eine ungeheure Lebendigkeit, einzig und allein mit dem Anspracheverhalten des zum Beispiel in dem Fall Prinzipal 8 Fuß Registers lässt sich wiederum auf viele andere Registrierungen übertragen. So, jetzt haben wir viele Wechselwirkungen kennengelernt, insbesondere auch die Echo-Prinzipien zwischen Pars Major und Pars Minor. Vorhin habe ich auch pointiert, dass der gleiche Orgelbauer in der gleichen Stadt doch zwei recht verschiedene Orgeln gebaut hat. Hier in der Stadtkirche für evangelische Verhältnisse anders als in der Dominikanerkirche. Dasselbe sieht man auch an der Disposition. Diese Orgel hat keine Schwebung und die Orgel in der Dominikanerkirche hat eine sogenannte Bifara. Das Wort Bifara kommt vom italienischen Piffaro, Piff, davon kommt auch das Wort Pfeife.
Piffara oder wie sie hier heißt in dieser Region, Piffara oder Piffer oder sogar Büffer, weil man das Wort nicht richtig verstanden hat, ist eine Schwebung. Und wir wollen mal zeigen, dass man eine solche Schwebung auch hier an der Orgel darstellen könnte, obwohl nirgendwo ein Register mir zur Verfügung steht, auf dem der Tremulant ausgelöst werden kann. Es gibt ganz unterschiedliche Tremulanten. Im Barock war es der Kanaltremulant, das heißt im Windkanal wird die Luft dann bewegt durch eine Klappe, die hin und her schwingt. Und das ist eben die Funktion dann des Tremulanten. Aber wenn man das Prinzip weiterdenkt, und so machen wir jetzt hier, indem Thilo Frank in der Orgel steht, direkt am Balg und den Balg etwas bewegt. Und dann entsteht zunächst mal, haben wir keine Bewegung, dann klingt der Klang eben. Jetzt käme die Balgbewegung dazu und dann verändert sich der Klang so. Das wirkt nicht bei jedem Register so deutlich. Ich spiele die Gambe. Aber ein bisschen ganz sanft kommt sie jetzt in Bewegung. Und jetzt kann ich natürlich mir weitere Dinge ausdenken, indem ich zum Beispiel dieses Weitchorregister und die Gambe einmal zusammenspiele. Jetzt habe ich mit Hilfe dieses Tremulanten eine Art Voce Umana erzeugt, wie man es in Italien gewohnt wäre. Und jetzt spiele ich dieselbe Registrierung einmal ohne Balgbewegung. Bewegen bitte. Soweit dieses Beispiel. Ich möchte noch eine ganz wichtige Ebene ansprechen. Barocke Registrierung durch Herrn Samber im Spätbarock überliefert. Die Idee Gambe und Zimbel. Ich nehme das Beispiel Bach D-Moll-Präludium aus dem Wohltemperierten 1. Thank you.
Hier ist eindeutig die Frage des Einschwingens. Der Reiz dieser Registrierung. Und schließlich ein Aspekt, den man sich dann an dieser Orgel vorstellen kann, wenn man an die nächsten Generationen denkt. Wäre hier ein Abbé Vogler gesessen, was jederzeit sein kann, er stammt aus Würzburg und er war in dieser Region zu Hause. Wenn ein Abbé Vogler an eine solche Orgel gekommen wäre, er war ein bedeutender Kapellmeister, auf ihn geht die Idee des Mannheimer Crescendos zurück, also 1780. Wir sind dann gerade mal 30 Jahre später, als diese Orgel hier erbaut wurde. Dann hätte Vogler vielleicht überlegt, ja, ich versuche ein Crescendo, in dem thank you.
Wir haben uns jetzt sehr mit dem klanglichen Erleben dieser Orgel befasst, ihren klanglichen Strukturen. Und ich möchte jetzt ein bisschen eine Art Fazit und auch von dort aus eine Weiterführung gerne anstoßen. Ich schaue zunächst einmal zurück auf das Jubiläum dieser Orgel im Jahr 1998. Im Zuge dessen, was bis dort aufgetaucht ist, welcher geniale Orgelbauer Johann Adam Ehrlich offenbar gewesen ist und dass wir hier sein absolutes Meisterwerk vor uns haben, vermutlich aber auch in der Dominikanerkirche, wenn auch derzeit leider immer noch ganz blass geblieben. Dann hat das hervorgerufen die Gründung des Vereins zur Förderung der Orgeln und der Orgelmusik in Bad Wimpfen. Ich habe an dieser Gründung wesentlich auch mitgewirkt, zusammen mit etlichen anderen, insbesondere Peter Schreiber und Renate Schreiber und auch dem Ortspfarrer, der damals hier gewirkt hat, Bernd Göller. Es waren dann in der Folge, aber auch schon im Vorfeld durch Orgelexkursionen hierher, eine recht ansehnliche Zahl weltweit bedeutender Organisten hier vor Ort. Ich möchte einfach mal so ein bisschen Namen nennen. Ich nenne sie in alphabetischer Reihenfolge: Eduardo Belotti, Munyong Che, Hans Davidson, Hans Ola Eriksson, Lorenzo Gielmi, Andrea Marcon, William Porter, Masaki Suzuki, Luigi Fernando Tagliavini, Harald Vogel. Und das sind noch längst nicht alle. Meine Intention ist, neben der Frage, was ist eine süddeutsche Orgel, und Johann Adam Ehrlich als süddeutscher Orgelbauer, der hier in dieser Region, insbesondere in Hohenlohe, tätig war, ist das unter Umständen ein Schulbeispiel für eine Orgel, wie sie sich Bach hat vorstellen können. Das ist meine eigentliche Fragestellung. Also inwieweit sagt es auch nicht nur über Süddeutschland etwas aus, diese Orgel, inwieweit steht sie auch mit Mitteldeutschland in Beziehung. Es ist deutlich, wie Orgelbauer aus Thüringen hier in diesen Raum kommen, Wiegleb, Ansbach oder Dauphin, wirkend im Odenwald von Kleinheubach bei Würzburg aus. Er war Schüler von Wender und das führt uns unmittelbar nach Arnstadt. Denn Wender hat 1703 Bachs erste Orgel, an der er amtiert hat, gebaut. Und zwischen der Disposition der Arnstädter Orgel und der hiesigen Orgel, wiewohl sie 40 Jahre später erbaut wurde, 45 Jahre später, gibt es doch eine ganz erstaunliche Anzahl an Gemeinsamkeiten. Was diese Orgel hier in Bad Wimpfen allerdings nicht hat, sie hat keine Trompete 8 Fuß im Manual, sie hat keine Sesquialtera. Und das wären zwei Merkmale, die doch eine Bachorgel auch mit auszeichnet, dass sie diese Register hat. Also im Folgenden müsste dann auch diskutiert werden, ob diese Orgel hier von Ehrlich vielleicht Ersatzmöglichkeiten hat für Trompete oder Sesquialtera, und ich denke, in den Terzmixturen haben wir das schon erlebt. Im bisherigen Gang der Diskussion haben wir dann zunächst mal einzelne Klangbeispiele gehört, um ein bisschen in die Nähe der Fragestellungen zu kommen. Dann ging es um den Spieltisch und natürlich um den Prospekt, um die frühere Aufstellung hier im Raum. Und so sind wir immer weiter auch zur Temperaturfrage gekommen, zu Fragen der speziellen Disposition, Pars Major, Pars Minor. Wie weit spielt der Anschlag eine Rolle?
der dann wieder die Ansprache der Register in besonderer Weise flexibilisiert und dass hier eine unendliche Verkettung von Wechselwirkungen den eigentlichen Reiz dieses Instrumentes ausmacht. Aber dazu muss natürlich ein Orgelspieler, eine Orgelspielerin auch die Möglichkeiten, die handwerklichen Möglichkeiten haben, um diese Dinge durch Spielvermögen und durch Intuition und Vorstellungskraft in Bewegung zu setzen an dieser Orgel. Und darum geht es dann auch jetzt hier ganz wesentlich. Die Diskursebene ist also vielfältig. Die Diskursebene ist auch nicht mehr und nicht weniger als die Frage, ob das hier eine Orgel ist, wie sie sich Bach hätte vorstellen können. Und dazu gehört für mich die Aussage, dass diese Orgel, dass ich mir kaum irgendein Register vorstellen könnte, das wir vermissen würden, wo wir also zwingend sagen würden, ja, oh, die Orgel hat keine Trompete, das ist doch eine wesentliche Einschränkung. Ich meine, sie braucht keine Trompete. Ich meine, sie braucht keine Sesquialtera. Die Orgel ist, so wie sie hier überliefert ist, in sich vollgültig, im besten Sinne universal. Das Wort Universalorgel hat durch das 20. Jahrhundert einen sehr negativen Beigeschmack bekommen, leider zu Recht. Aber Universalität ist ja etwas ganz anderes. Universalität ist etwas, das ins Ganze greift, das uns einen Eindruck vom Ganzen zu vermitteln vermag. Wenn wir die Metapher der Mensch sei die Krone der Schöpfung dazu bemühen, dann würde ich sagen, Mixtur, die Teilaliquot der Terz als unser Zwerchfell, ohne das kein Gesang möglich wäre, und die Teilaliquot der Tiefterz in Verbindung zum 16-Fuß, zur Posaune, unsere Füße, dann wären weitere Wechselwirkungen hin zu einem wirklichen universalen Denken gegeben, zu dem diese Orgel anregt. Auch die Frage, wie die Register am Spieltisch angeordnet sind, habe ich versucht, in diese Richtung als Chiasmus zu deuten. Die terzhaltigen Stimmen, die terzhaltigen Klangkronen, die nicht terzhaltigen Klangkronen, die 8-Fuß-Register, die im ersten Manual jeweils außenstehend, von oben nach unten vom Grundregister ins Helle wachsen und innen stehen die anderen Register, zum Hinterwerk gehörig, von den 8-Fuß als Basis haben, um dann zur Klangkrone hinzuwachsen. Also solche chiastischen Stellungen, das wäre eine weitere Universitas in dieser Orgel. Ein Stichwort, das mir sehr wichtig ist im Zusammenhang mit der süddeutschen Orgel, zum Beispiel in der Orgel von Holzhey in der Abteikirche Neresheim, ist die Frage nach der europäischen Orgel. Eine europäische Orgel wäre für mich, dass sie die drei Grundklangsäulen, wie ich das gerne nenne, der drei Orgelstile in Europa in sich selbst abbildet, also die Prinzipalorgel Italiens, die aliquot- und zungenorientierte Orgel in der iberischen Halbinsel Frankreich, Benelux bis Norddeutschland, mit der klaren Unterscheidung brillante Zunge, vokale Zunge. Und schließlich die dritte wesentliche Klangkomponente, der Grundlabialstil, also alles das, was die Erfindung neuer Klangcharaktere, wie insbesondere der Viola di Gamba, bedeutet. Und von dort ausgehend die nächste Frage, bleiben das einzelne Farben, die für sich solistisch gebraucht werden, oder ab wann beginnt man, diese Register auch zu mischen? Und hier haben wir dann eindeutige Zeugnisse aus der Bachzeit.
in dem zum Beispiel Agricola dann von der fremden Wirkung spricht. Also der Bach-Schüler Agricola betont, dass er es als sehr angenehm empfunden hat, wenn Register unterschiedlicher Mensur, wenngleich die Alten das nicht kombinieren wollten, dass er darin doch eine sehr angenehme und fremde Wirkung bemerkt hat, wenn man also unterschiedliche Achtfußstimmen miteinander mischt. Das heißt, Neresheim zum Beispiel wäre für mich der Idealtyp einer europäischen Orgel mit klaren Merkmalen des italienischen, des französischen und des süddeutschen Stils. Im modern gesprochen wäre das dann eine Universalorgel? Nein, weil auf dieser Orgel, die stilistisch auch klar im Spätbarock steht, schon durch ihre Temperatur nicht unbedingt die gesamte Orgelliteratur gespielt werden kann und auch nicht gespielt werden soll, sondern nur immer gefragt werden muss, was passt und wo verlaufen Grenzen. Und das wäre jetzt schon die nächste Frage, was passt, wo verlaufen Grenzen. Ich möchte jetzt zur Frage der Identität einer Orgel kommen, zugespitzt, was passt, wo verlaufen Grenzen. Und diese Frage möchte ich eng führen mit der Frage, könnten wir diese Orgel als eine Bach-Orgel wertschätzen lernen oder gibt es zu große Einschränkungen, weshalb sie das nicht sein könnte? Zunächst möchte ich diese Fragestellung an zwei Beispielen festmachen. Bachs F-Dur Toccata mit dem großen Pedalsolo. Wir wissen, dass Bach dieses Stück mit F1 im Pedal als Ambitus gefordert hat. Und vermutlich hat nur die Orgel in Weißenfels in Bachs Umkreis diese Anforderung überhaupt erfüllt. Deshalb gibt es von dem Bach-Schüler Krebs dann eine Reduzierung, eine eigene Fassung, in der er Takte wegstreicht, um mit dem Pedalumfang bis D1 auszukommen. Dieses Pedal geht nur bis C1. Könnten wir dennoch Bachs F-Dur Toccata hier darstellen? Fragezeichen. Die Frage nach der Interpretation, nach der klanglichen Interpretation, betrifft auch die Frage, was haben wir am Anfang vor uns mit dem Orgelpunkt? Kann das eine Posaune sein oder ist sie zu stark? Welche Registrierung wollen wir für dieses Werk wählen? Klar ist, es ist eine Plenumregistrierung. In diesem Fall würde ich es bevorzugen, den Beginn dem Positiv zuzuordnen. Und dann dort, wo Akkordschläge kommen oder eben dann die Fanfarenmelodik, das wäre dann das Hauptwerk. Die nächste Frage ist, ob diese Konstellation auf zwei Manualen denkbar wäre. Bewusst habe ich im Moment das Pedal ganz ausgespart, denn das ist dann wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Dieses Pedal hat eine Posaune. Wir kennen andere Orgeln in Süddeutschland, die gar keine Zungen haben und trotzdem eine ansehnliche Größe haben, wie Meihingen. Weder Posaune noch Trompete vorhanden, was eigentlich fast typisch ist für Süddeutschland. Wir brauchen hier keine Zungen. Warum? Weil wir die Terzmixtur haben. Jetzt wäre folgender Fall denkbar. Beginn mit Positiv und die Posaune dominiert als Farbe im Pedal. Musik
Jetzt nähern wir uns dem Pedalsolo. Jetzt fehlt das D. Was könnte ich tun? Jetzt kommt der Diskurs. Ich mache folgenden Vorschlag. Das Erstaunliche ist, dass die Physik der Zungenpfeife ja bedeutet, eine Zunge klingt, je tiefer sie ist, umso kräftiger. Je höher sie ist, umso schwächer. So kann es geschehen, dass wenn ich das Manual in einem fehlenden Ton dazugreife, ein Ersatz geschaffen werden kann. Das erfordert eine gewisse Kunst, es rhythmisch, organisch einzupassen, aber so habe ich zum Beispiel hier in Bad Wimpfen die F-Dur Toccata zum Jubiläum, zum 250-jährigen Jubiläum, so gespielt. Die nächste Frage betrifft das Fehlen einer Sesquialtera und auch die Frage des Spiels von Cantus Firmi. Wir sind gewohnt als Organisten in unserer Praxis, wir brauchen eine charakteristische 8-Fuß-Farbe und gerne die Sesquialtera oder einen Nasatzug oder vielleicht eine gewisse Zungenstimme, um solistische Cantus Firmi, kolorierte Cantus Firmi zu spielen. Was können wir hier tun, indem die Mixtur ausscheidet? Sie kann für ein Choralvorspiel keine Sesquialtera ersetzen. Ein Nasatzug scheidet eigentlich auch aus, weil wir nur eine prinzipalische Quinte haben, und die ist kein Nasat, sondern eine prinzipalische Quinte, die so stark ist. Das heißt, selbst wenn ich das Kleingedakt verwende und dazu Quintatön ziehe, ist die Quinte viel zu stark. Meine Frage, mein Beispiel ist, wenn wir in höchsten Nöten sein, aus dem Orgelbüchlein. Welche Registrierung könnten wir an dieser Orgel wählen? Und dafür möchte ich folgenden Vorschlag machen. Die Solostimme könnte die Viola di Gamba sein, die Begleitung das Gedakt auf dem Positiv, ein Subbass im Pedal und glücklicherweise haben wir eine Pedalkoppel zum Positiv, sodass das Pedal auch gekoppelt dezent gespielt wird. Dann klingt der Begleitsatz so. Und schon wird deutlich, wenn wir in höchsten Nöten sein, wurde nachher ein Satz, den Bach in seinem Sterbechoral gleichsam eingebaut hat. Auf jeden Cantus Firmus-Abschnitt führt dann eine Vorimitation hin und dann erklingt der Satz so, wie er es viel, viel früher im Orgelbüchlein geschrieben hat und allerdings hat er in seiner ganz späten Fassung als Sterbechoral auf die Kolorierung verzichtet. Aber hier im Orgelbüchlein ist derselbe Satztyp mit Kolorierung ausgestattet.
Ich werde gleich diese Registrierung auch modifizieren. Zunächst mal in dieser Art. Welche Art von Modifikation könnte nun sein? Es ist schon angeklungen, ich habe zwar das Register Tremulant nicht, aber wir können den Balk in Vibration versetzen und so einen Tremulanten imitieren. So kommt die Musik ins Schwingen und eine gewisse Belebung kommt in den Klang und die Bebung des Tremulanten gibt etwas wieder, was das Stück insgesamt auch durch die Tonrepetition andeutet, die wiederum vom Cantus firmus herrührt, nämlich die Bebung des Herzschlages, der Puls. Der bebt und das ist eigentlich dann das, was wir im Tremulant erleben. Das waren jetzt zwei Fragestellungen im Blick oder zwei Beispiele im Blick auf die Frage der Identität einer Orgel und wo verlaufen Grenzen. Die Identität der Orgel hier fasst sich für mich folgendermaßen. Das Prinzipalplenum ist das alte Blockwerk, das sich bis zum 17. Jahrhundert im Mixturplenum der Orgel in Deutschland oder in Italien oder wo auch immer in Frankreich als Mixturplenum erhalten hat. Das ist die Kontinuität der Geschichte seit dem Spätmittelalter. Das Blockwerk in Form des Prinzipalplenums. Jetzt kommen an dieser Ehrlich-Orgel in Bad Wimpfen die unterscheidlichen Stimmen dazu, sozusagen bis hin zur Modernität einer Viola di Gamba, die wir soeben hier gehört haben. Also etwas Überkommenes aus viel früheren Zeiten vermischt sich mit modernen Elementen der Jetztzeit. Das nenne ich dann gern Orgel als Geschichtetes. Jetzt aber wird diese Orgel in einer Zeit gebaut, in der Bach schon von der Bühne abtritt. 1748, es sind noch zwei Jahre bis 1750. Ganz andere Musiker mit ganz anderen Intentionen treten auf. Ich habe schon in einem früheren Feature den Namen A.B. Vogler genannt, aus Würzburg stammend, der wie wenige andere für eine Modernität des Improvisierens, des Umgangs mit der Orgel eintritt. Er hat sogar Orgeln umgebaut mit dem sogenannten Simplifikationssystem, um seine Intentionen einer neuen Idee von Orgel umzusetzen. Wenn solche Organisten, die zugleich Komponisten und Kapellmeister waren, sich mit der Orgel beschäftigt haben, kann ich mir das nicht anders vorstellen, als dass sie auch experimentiert haben. Und so ist es fast zwingend, dass man durch die Möglichkeit der Gradation, also der Steigerung von klanglicher Intensität und von Obertonintensivierung in der Registrierung allmählich auch zur Möglichkeit des Crescendo kommt und dann das plötzlich zu einer Espressivität der Orgel führt, die man vorher so nicht kannte und dass der gleiche Mensch dann in Mannheim
dieses sogenannte Orchester Crescendo dann auch aufs Orchester überträgt. Ich meine, und das ist eine provokante These, dass die Orgel der experimentelle Ausgangspunkt gewesen sein dürfte, auf dem solche Musiker ihre Erfahrungen gesammelt haben, um sie dann aufs Orchester zu übertragen. Das unterscheidet sich in der Position grundlegend von der Position der Orgelbewegung des 20. Jahrhunderts, die gesagt hat, die Orgel wollte immer mehr dem Orchesterklang näher kommen. Und so hat sich dann im Lauf des 19. Jahrhunderts die Orgel immer mehr von ihren Wurzeln entfernt. Deshalb hat es mit Verfall zu tun, des 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert wollte man wieder zurückkehren zur eigentlichen Orgel. Und genau das halte ich, diese Aussage der Orgelbewegung, halte ich wiederum für falsch. Alles spricht eigentlich dafür, dass es in dem Sinne gelaufen sein dürfte, wie ich es hier an dieser Orgel versucht habe zu demonstrieren. So kommen wir also dann zum nächsten großen Schritt, nämlich dem Diskurs anhand dieser Ehrlich-Orgel. Was sind denn die Charakteristika einer Bach-Orgel? Bevor ich das versuche, diese schwere Frage, was ist denn tatsächlich eine Bach-Orgel, versuche ein bisschen einzugrenzen, möchte ich darauf hinweisen, dass es vielleicht etwa 30 Kilometer sind von hier aus östlich, dann ist man in Öhringen. Und in Öhringen saß ein Cousin von Johann Sebastian Bach. Er war dort 50 Jahre lang als Organist tätig und Kantor mit Namen Johann Heinrich Bach. Johann Heinrich Bach war der Sohn von Johann Christoph Bach aus Ortruf. Was verbindet Johann Sebastian Bach mit Ortruf? In diesem Haus seines viel älteren, 17 Jahre älteren Johann Christoph Bach, seines viel älteren Bruders, wuchs Bach im Alter von 10 Jahren auf, weil er dort dann vollweise war, musste also unterkommen, hat von diesem Johann Christoph seine ganze Ausbildung erhalten. Als Johann Christoph Bach starb, hatte er natürlich Kinder. Und die waren plötzlich auch Waisen. Und so hat dann Johann Sebastian Bach den Johann Heinrich Bach aufgenommen in das Haus in Leipzig. Der Johann Heinrich Bach hat dann versucht, sich zu revanchieren, wie das damals üblich war, durch Notenabschreiben. Er war ein wichtiger Kopist im Hause Bach in Leipzig und ging dann von dort aus nach Öhringen. Das heißt, liegt doch vollkommen auf der Hand, dass über diesen Johann Heinrich Bach eine Bach-Rezeption in diesem Raum hat stattfinden müssen. Denn er hat durch das, dass er Kopist war und einer der Hauptkopisten in dieser Zeit, ab 1723 in Leipzig, er hatte ja einen großen Fundus von Noten sich auf die Weise anlegen können, also Bachschen Werken. Und so ist die Verbindung von Hohenlohe nach Thüringen auch, kommt jetzt in den Blick, und sie ist deshalb besonders bedeutsam, weil das Fürstenhaus, damals waren es noch Grafen von Hohenlohe, seit 1631 die Erbfolge in Thüringen über die Grafschaft Gleichen hatten, und die Grafschaft Gleichen hatte als Hauptsitz Ortruf. Insofern
ist es eindeutig geschichtlich ein Faktum, dass die Verbindung von Thüringen mit dem Raum Hohenlohe, und wir grenzen hier unmittelbar an und Ehrlich stammt aus Hohenlohe, dass diese Verbindung elementar war und natürlich weit ins 19. Jahrhundert reicht. Das alles wären auch biografische Hintergründe für den Diskurs, warum diese Ehrlich-Orgel hier tatsächlich einen Bachschen Spirit hat. Da könnte man viel, viel, viel weiter dazu ausführen. Jetzt, die Orgel hat keine Trompete. Was könnten wir als Lösung entwickeln, wenn wir das Orgelbüchleinstück spielen wollen? Nummer 2 des Orgelbüchleins, Gottes Sohn ist kommen. Ausgerechnet bei diesem Stück ist eine Registrierung überliefert, Manual, Prinzipal 8 Fuß, Pedal, Trompete 8 Fuß. Und jetzt wäre die Lösung, das Manual heißt so. Und im Kanon mit dem Manual soll die Trompete spielen. Was könnte der Ersatz sein? Wir haben die Terzmixtur im Positiv, denn das Hauptwerk wird ja schon belegt. Die Terzmixtur des Positiv. Und wir haben noch zusätzlich die Schwierigkeit, dass Bach das Pedal bis F1 notiert. Das wäre also hier. Haben wir nicht. Also müssen wir von vornherein auf Vierfußbasis denken. Und könnten jetzt den Cantus Firmus hier im Pedal realisieren. Und wir kommen hinauf bis zu diesem F1, weil wir das Positiv auf Vierfußbasis registrieren. Das Ergebnis. Das F erreicht und bewusst dort abgesetzt, um jetzt zu sagen, zwei Hürden wurden jetzt überwunden, meines Erachtens überwunden. Die Trompete konnte ersetzt werden durch Pedal mit Vierfußregistrierung und das Problem des fehlenden Pedalambitus konnte durch Tiefoktavierung ersetzt werden. Soweit soll dieses Beispiel in dieser Fragmenthaftigkeit stehen bleiben. Jetzt, o Mensch, bewein dein Sünde groß. Ein überaus anspruchsvolles Choralvorspiel, das aber sehr häufig gespielt wird und das fast einen Grundtopos der Bachschen Choralvorspielkomposition darstellt. Was kann man hier verwenden, wenn wir an den Cantus Firmus denken, der auch hier koloriert erscheint? Im vorherigen Beispiel benutzte ich die Gambe. Die Gambe wäre hier mir allerdings ein bisschen zu weich. Deshalb mache ich einen anderen Vorschlag für dieses Stück, Quintatön als Solo. Und wiederum das Großgedakt im Positiv mit der Pedalkoppel und dem Subbass habe ich das Pedal. Wir nehmen auch sofort Thilo Frank zu Hilfe, der in der Orgel steht und den Balg vibriert.
Soweit dieses Beispiel für den Umgang mit der Möglichkeit, an dieser Orgel einen obligaten Cantus firmus zu registrieren. Das Wort obligat führt zur Triosonate, aber das gilt genauso für das Orgelbüchlein. Bach hat in diesen beiden Werken explizit das obligate Pedalspiel gefordert und die Organisten versucht, darin auch anzuleiten. Mein Beispiel, um obligates Pedalspiel an der Triosonate zu zeigen, wäre die Triosonate 4 E-Moll, erster Satz. Es ist die einzige der sechs Triosonaten, die mit einer langsamen Einleitung beginnt. Das hat auch hermeneutische Aspekte, weil diese langsame Einleitung zur Zentralinstanz aller sechs Triosonaten wird. Deshalb ist natürlich der Umgang mit der Registrierung auch hier besonders wichtig. Ich wähle für die eine Hand Viola di Gamba und Quintatön und baue dazu das Echo aus Prinzipal, Vierfuß und Flöte gedeckt. Ich zeige beide Klänge in der Gegenüberstellung. Pars major, pars minor. Die linke Hand spielt also bewusst oktavversetzt und ist mit Vierfuß registriert. Im Pedal Subbass und Oktavbass. Dieser Satz erklingt also auf der Basis der Unterscheidlichen und für mich klingt die Kombination Viola di Gamba plus Quintatön immer wie eine Oboe d'amore in Bachs Kantaten. Jetzt die Frage des Diskurses ist Bach-Orgel, Umgang mit dem Plenum. Wir haben das Problem am Beispiel der F-Dur-Toccata schon gestreift. Das ist ein Orgelwerk, das im Plenum erklingen muss. Deshalb eben die Frage des fehlenden Ambituses. Durch Oktavversetzung im Manual können wir hohe Töne im Pedal durch tiefer gegriffenes Manual offenbar kompensieren. Eine weitere Grundvoraussetzung für eine Bachorgel ist die Differenzierung der Plenummöglichkeiten. Fünf Plenumarten konnten wir hier feststellen. Und hier muss jetzt eine weitere Unterscheidung eingeführt werden. Wir haben es bei der Terzmixtur, die 3 1/5 Terz hat, schon festgestellt. Diese 3 1/5 Terz isoliert diesen Klang und fordert unbedingt einen 16-Fuß darunter, also C1 hier. Dieser Klang klingt nicht gerade bachisch,
Sobald er aber so gespielt wird, organisiert sich der Klang vollständig. Und jetzt kommt die Verbindung mit Arnstadt. In Arnstadt, also der Orgel, die Bach mit 18 Jahren 1703 abgenommen hat, um dann 4 Jahre lang dort als Organist zu wirken. Diese Orgel hatte eine Quinte, tiefe Quinte, 6 Fuß, also 5 1/3, ohne dass ein labialer 16 Fuß vorhanden gewesen wäre. Das heißt, was hier die Terz in dieser Mixtur ist, war in Arnstadt diese tiefe Quinte, die im Manual nicht eingebunden werden konnte, sondern nur, wenn das Pedal darunter sitzt. Und das bedeutet, jetzt muss sich der Akkord vertikal organisieren. Das bedeutet letztendlich eine Bevorzugung des Homophonenspiels, wenn ich terzhaltige Registrierung habe, im Unterschied zum Polyphonenstil, wo ich dann eher mit der Quinte und dem Oktavton unterwegs bin. Diese Unterscheidung Polyphonie, Homophonie als Unterscheidung zwischen terzhaltiger Mixtur und nicht terzhaltiger Mixtur ist für mich eine weitere Ebene, die auch zur Bach-Orgel hinführt. Die nächste Frage der Bach-Zeit ist eben die Verdoppelung der Grundstimmen. Wir kennen das auch bei Gottfried Silbermann, der in seinen Registrieranweisungen sagt, Prinzipal 8 Fuß plus Rohrflöte 8 Fuß im Plenum jederzeit, die 8 Fuß Basis soll verstärkt werden. Das meint aber noch nicht das Zusammenziehen mehrerer 8 Füße. Hier wäre der Zeitzeuge Agricola, der Bachschüler Agricola, das dann mit dem Begriff der fremden Wirkung belegt. Jetzt wollen wir doch schauen, sozusagen jetzt kommt es zum Schwur, ob zum Beispiel eine derartige Klanglichkeit für ein Bach-Präludium denkbar ist, überzeugend wirkt oder ausgeschlossen werden sollte. Hier hören wir diese Terz als 16 Fuß bezogene Terz ganz isoliert. Vielleicht müssen sich die Ohren ein bisschen gewöhnen. Ich möchte die Frage offen lassen, ob das vom Ohr akzeptiert wird oder nicht. Ich bin mir bewusst, dass es in der Organistenwelt eher jetzt zu Fragen führt. Eine nächste Problematik, oder die Bach'sche Schreibweise aufweist, das ist das obligate Pedal, das ich schon klar erwähnt habe. Und die Frage der Pedalkoppel. Also wenn ich eine Pedalkoppel Hauptwerkpedal ziehe, wird dieser Ton G im Pedal, wenn er im Manual notiert wäre, nicht mehr eigens gegriffen.
Jetzt habe ich hier an dieser Orgel die Möglichkeit, die andere Pedalkoppel zu verwenden und das Plenum entsprechend hier aufzubauen, um zu sagen, im Zusammenspiel. Jetzt überschneidet sich nichts mehr zwischen Manual und Pedal. Beide Stimmen laufen obligat. Das wäre eine weitere wesentliche Anforderung an eine Bachorgel. Ich möchte jetzt die Probe vollends aufs Exempel machen, die Frage der C-Dur-Toccata von Bach, vermutlich in Weimar geschrieben, in der Auseinandersetzung mit der Konzertoform. Und ich persönlich denke, es war das Orgelwerk, das Bach auf den Tod dieses jungen Prinzen geschrieben haben dürfte. Wir hören am Anfang Fanfarenmelodik und ich möchte diese möglichen Umgang an dieser Orgel einmal versuchen vorzustellen. Könnte man also mit den Echo-Fragen umgehen, so könnte man mit dem fehlenden Pedalambitus umgehen, so kann man mit terzhaltiger Registrierung und nicht terzhaltiger Registrierung umgehen, so kann man auch umgehen mit dem Phänomen, dass das Hauptmotiv noch einmal im Manual kommt. Jetzt erst im Pedal. Das habe ich so gelöst.
teilen sich alle drei Klangebenen in gleicher Weise, gleichberechtigt, an der dreimaligen Erscheinung des Dreiklangsmotivs, um gleichzeitig aber auch zu einer Art Crescendo-Wirkung gebracht zu werden. Das wären alles Komponenten, die die Räumlichkeit der Orgel unterstreichen. Und jetzt kommt eine äußerst bemerkenswerte Entdeckung, was Räumlichkeit der Hofkirche in Weimar, an der Bach amtiert hat in dieser Zeit, betrifft. Die Orgelempore, genannt Himmelsburg, weil sie Altar, Kanzel, dann Orgel alles bekrönt hat, die sogenannte Himmelsburg. Vor der Orgel war ein Mechanismus, der die gesamte Empore abdecken konnte, ein Kurbelmechanismus, durch den man diese Wände öffnen konnte, bis die ganze Orgel und entsprechend auch die Musiker, die dort oben wirken wollten, sichtbar wurden. Denkbar ist also, zu was braucht man solche Türen? Zu was dieser Aufwand? Es kann nur eine Konsequenz haben. Die Musiker spielen die Kantate Himmelskönig sei willkommen mit verschlossenen Türen. Die Türen werden allmählich geöffnet und es ist ein Crescendo, bis die Musik ganz präsent erklingt, während sie gespielt wird. Das ist eine Neuentdeckung. Diese Information verdanke ich meinem ehemaligen Schüler, der heute Professor in Weimar ist, Martin Sturm. Und es gibt in unglaublicher Weise Anlass, weiter über Bach nachzudenken. Ich denke, soweit muss der Diskurs über Bach getrieben werden, über Grundstimmenplenum, also meine Terminologie, über die Frage Concerto Grosso, Bearbeitung Johann Ernst, Prinz von Sachsen-Weimar. Das Zusammenziehen von Acht- und Vierfüßen wäre ein weiterer Fragepunkt im Diskurs zu Bach. Und so könnten wir ihn eigentlich ewig weiter fortsetzen. Dorische Toccata, Bachs Orgel hatte eine Sesquialtera und sonst keine terzlose Stimme als Klangkrone im Positiv. Wir haben das Beispiel der dorischen Toccata noch zu besprechen, in dem Sinn, dass das Positiv nicht anders gespielt werden kann als mit einer terzhaltigen Registrierung, was in dem Fall bedeutet, dann ist die Frage, soll die Terz auch im Hauptwerk gezogen werden oder wäre unter Umständen der Kontrast reizvoll? Das heißt, in dem Fall wäre die terzlose Mixtur die Klangkrone und das bedeutet dann im Manual diesen Klang. Wie verhält sich dazu das Pedal? Die eine Koppel würde sagen, die andere Koppel würde sagen, zu welchem Ergebnis wollen wir kommen? Oder? Thank you.
meine, so kommt schon in der Aufstellung des Ritornell eine enorme Spannung von nicht terzhaltigem Klang im Manual und terzhaltigem Klang im Pedal zustande. Und genau dieses ist nachher die Brücke zum Solo. Und so weiter. Wir werden das dann auch in einer Lehrprobe noch erleben mit Tyron Kretschmar, der dann hier an dieser Orgel uns die dorische Toccata präsentiert, und genau über diese Fragen wird dann weiter gesprochen werden. Soweit dieser Diskurs zur Frage, ob man in Bad Wimpfen überzeugend Bach darstellen kann. Ich komme jetzt zu einem letzten Punkt in der Frage der Identität dieser Ehrlich-Orgel, nämlich der Improvisation. Zu allen Zeiten war die Orgelimprovisation immer Kennzeichen der Organistenkunst. Und Carl Philipp Emanuel Bach hat über seinen Vater gesagt, wer ihn nicht hat improvisieren hören, hat keine Ahnung von seiner Kunst. Er geht sogar so weit zu sagen, die Improvisation ging noch hinaus über seine Orgelkomposition. Ich will jetzt nicht mit Bach in Konkurrenz treten, aber ich möchte gerne die Ebene andeuten, was es bedeuten würde, an dieser Orgel im Stile einer Kantate zu improvisieren, weil ich denke, dass diese Orgel auch diese Ebene wesentlich hat, nämlich eine optimale Orgel zur Kantatenmusik herzustellen. Einmal habe ich hier ein Konzert erlebt mit Bremer Studierenden, und Buxtehude wurde hier aufgeführt. Und dafür wurde die große Orgel als Continuo-Instrument eingesetzt. Und das war ungeheuer beeindruckend, welche Dimension sozusagen diese Orgel dann im Ensemblespiel einbringt. Jetzt also zuerst die Welt der bachischen Kantate, ein bisschen in dem Versuch, sie abzubilden hier an dieser Orgel. Auf der anderen Seite möchte ich dann aber auch zur zeitgenössischen Frage kommen, zeitgenössische Improvisation an einer barocken Orgel. Diese zwei Teile habe ich mir jetzt vorgenommen.
Die Registrierung, um die es jetzt geht, ist gedacht für eine Elevationstoccata von Frescobaldi aus der Messa della Madonna, der Fiori Musicali, Viola di Gamba, Schiebekoppel, groß gedackt, das Positivs dazu und tremolierter Balk. Das nächste Beispiel erfordert eine Übersetzung. Couperin, Offertoire sur le Grand Jeu. Französisches Grand Jeu mit Zungen und Cornet ist hier beides nicht vorhanden. Eine Übersetzung anhand der Terzmixtur und ja. Das nächste Beispiel ist aus dem Wohltemperierten Klavier 2, das Präludium S-Dur, um die liebliche Gambe darzustellen. Ein großes terzhaltiges Plenum am Beispiel Wohltemperiertes Klavier Teil 2, Präludium D-Dur.
Wolfgang Amadeus Mozart, die sogenannte kleine Orgelfantasie F-Moll, die dann in einen F-Dur-Mittelteil übergeht, Kyrillverzeichnis 594. Christian Finck, er hat im Leipziger Konservatorium um 1850 studiert, ein Moderator in C-Dur, hier auf der Basis Gambe des Hauptwerks und großgedackt vom Positiv. Max Reger, erste Suite, Opus 16, E-Moll, der erste Anfang, große Orgel, dann Subito Piano, Crescendo-Verlauf. Gegenstand dieses Feature ist eine Sequenz von Stücken im wohltemperierten Klavier 2, von Präludium C-Dur ausgehend
bis Fuge D-Dur. Es geht mir darum, verschiedene Klangtypen und verschiedene Musiktypen, wie sie Bach komponiert hat, zu zeigen. Natürlich geht es auch darum, das wohltemperierte Klavier auf der Orgel darzustellen, und es geht um die Frage der Tonartencharaktere. Diese Stimmung Kirnberger II bevorzugt die guten Tonarten. Es kommt Cis-Dur vor, es kommt Cis-Moll vor, und der Hörer möge beurteilen, wie er das einordnet. Gleichzeitig möchte ich die Möglichkeit nutzen, Klang und Musik in sehr pointierter Weise mit meinen hermeneutischen Erkenntnissen zu Bach zu ergänzen, und werde auf einige Stichpunkte kurz eingehen, aber nur als Aufriss möglicher Perspektiven. Das ist dann Thema der Lehrvideos zur Bach und Hermeneutik. Strahlt hier in diesem fulminanten Terzmixturplenum, und gleichzeitig steht eine ganz feine Musik dahinter. Ich halte diesen Anfang für ein Zitat von Vergleichen Sie. Du süße Todesstunde, Takt 1 des ersten Stückes. Ganz gewiss steht dieses Stück, diese Kantate, in Zusammenhang mit dem Tod von Johann Ernst, Prinz von Sachsen-Weimar. Bach hat die Kantate komponiert auf seinen Tod in Weimar im Jahr 1715. Nachdem ein halbes Jahr Landestrauer war. Die Fuge erklingt im Terzplenum. Wiederholung. Es gibt in diesem Präludium einen außergewöhnlichen Takt. In der Regel nimmt man Zweistimmigkeit wahr. Die Schlüsse sind vollgriffig komponiert, und es gibt einen einzigen dreistimmigen Takt. Und dieser Takt 26 ist für mich der Schlüssel zum Werk. Er hebt sich durch seine Dreistimmigkeit heraus. Die Spitzentöne
die man wahrnimmt, sind und das ist eine Wurzel von Stücken, die dann in Spiegelungsformen diesen Takt in anderen Stücken immer wieder präsentieren. Es ist für mich auch der Schlüssel zum Tempo. Würde ich diesen Takt schneller spielen, würde er nicht klingen können, wiewohl der Anfang auch in diesem Tempo denkbar wäre. Ich gehe weiter zur Fuge. Sie hören den Prinzipal 8 Fuß. Musik bleibt weitgehend dreistimmig bis zum Takt 18. Im Takt 19 tritt die Vergrößerung als vierte Stimme hinzu, dargestellt im Pedal. Zusammen klingt das so. Vielleicht hat der eine oder andere wahrgenommen, was in der Oberstimme klingt. Es ist einerseits eine Präsentation der Umkehrung. Und andererseits erscheint genau dort, wo im Pedal die Vergrößerung des Themas erscheint, das Lied In dich hab ich gehofft, Herr. Das nächste Stück ist eine Herausforderung, was die Tonart betrifft. Wir hören die Viola di Gamba im Hauptwerk. In diesem Stück gibt es eine Zweiteilung, 24 plus 26 Takte, 24 Takte im Viervierteltakt, weitere 26 Takte im Dreiachteltakt. Und der Dreiachteltakt wird wiederum zum Schlüssel der Werkanalyse. Das allerletzte Stück des Zyklus, Fuge H-Moll, steht im Dreiachteltakt. Dann die zwei symmetrisch gestellten Stücke Fuge G-Dur, Präludium E-Moll und dann als Teil des Präludium Cis-Dur wieder ein Dreiachteltakt. Das heißt, diese Form. Und die führt
sehr weit in die Tiefen des Bachschen Schaffens von Bachs ersten Choralvorspielen in der sogenannten Neumeistersammlung bis in dieses Spätwerk des Jahres 1742. Das ist aus dem ersten Choralvorspiel von Bachs erstem Orgelzyklus Der Tag, der ist so freudenreich, die Abhandlung über Der ist Mensch geboren und unverweslich herfürgehen. Das, meine ich, schlägt sich durch die Grundtöne, die den gesamten Zyklus überspannen, allerdings Cis, E, G, H, schlägt sich hier im Wohltempierten 2 nieder. Die Fuge Cis-Dur, die Fuge mit dem kürzesten Thema, das man denken kann, nämlich schlicht ein Dreiklang. Es folgt das Präludium Cis-Moll mit der Farbe, die ich gern als die Oboe d'Amour bezeichnen würde, Oboe d'Amour der Orgel, nämlich die Kombination von Viola di Gamba und Quintatön. Auch hier wird die Tonart zur Herausforderung Cis-Moll. Diese Registrierung trägt dem klagenden Charakter dieses Stückes Rechnung. Eine ganz andere Situation stellt dann die Fuge dar, sehr bewegt im 12/16-Takt. Das symmetrische Gegenstück Präludium B-Dur hat genau dieselbe Taktart 12/16. Jetzt wurde der Duktus der Musik schon äußerst bewegt und diese Beweglichkeit ta 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 führt im nächsten Stück zu ta 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 ta. Das heißt, ta 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 wird zu tan ta 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 ta. Das ist der Impuls des Präludium D-Dur. Aufmerksame Zuhörer wird bemerkt haben, dass ich in Takt 2 die Seufzerfiguren duolisch spiele. Tan, ta, ra, ta, ra, ta. Es spricht viel dafür, es nicht zu tun, nämlich bei der triolischen Diktion zu bleiben, also so zu spielen. Das ist ja gemeinhin die Praxis des Angleichens von Rhythmen. Aber die duolische Form wird begründet durch Musik.
Liederzyklus vermutlich im Zitat begonnen hat: Komm, du süße Todesstunde. Das heißt, dieses Stück verkündet die Auferstehung in Takt 1 und blendet zurück in diesen Anfang dieser Kantate: Komm, du süße Todesstunde. Dann zu Schluss noch die Fuge D-Dur. In dieser Fuge dominiert das Motiv Tantariti. Es kommt insgesamt 110 Mal vor und an letzter Stelle lautet es nicht mit Quartbeginn, sondern und so in diesem Schluss. Dann vermutlich dieser Schluss zum Beginn des letzten Kontrapunktes der Kunst der Fuge, der unvollendet blieb. Ich nenne ihn den offengelassenen Kontrapunktus mit diesem Thema. Eine andere Spur tut sich auf. Wir hören zum Beispiel solche Verläufe. Ein Quartaufstieg, ein Quintabstieg. Ich spiele es in Moll. Und vermutlich ist die Wurzel: Ich einmal soll scheiden. Dann wäre diese ungeheuer zuversichtliche Fuge gleichzeitig ein Umgang mit dem Melodietopos: Wenn ich einmal soll scheiden, wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Und die Thematik des Todes wird meines Erachtens in diesem Zyklus immer aufs Neue aus anderem Blickwinkel hervorgehoben und bearbeitet bis hin zu einer ungeheuren Konfliktsituation in Takt 43. Ich beginne weit voran in Takt 38. Stücken in der Fuge D-Dur, in der Fuge Dismoll und in der Fuge E-Dur hat immer der Takt 43 einen Bezug zu dieser Situation. Und hier im Stück wird diese Konfliktsituation, die sich auftut bei im letzten Takt durch die Umkehrung beantwortet.
Wir haben keine Mühe gescheut und mit aller gebotenen Vorsicht 3 Pfeifen mit Handschuhen angefasst und hier hergebracht. Ein Gedakt, eine Gambe, ein Quintertön. Zum Beleg dafür, dass es diese 3 Pfeifen sind, die jetzt im Inneren nicht mehr spielen. Jetzt kommt nur noch die Luft. Und es pfeift nicht mehr. Also das C1 wird durch diese 3 Pfeifen gespielt. Das sind die 3 unterscheidlichen Pfeifen. Das 4. Register, das dann unterscheidlich spielt, das ist dann der Prinzipal und der ganze Prospekt, die Fassade der Orgel, das sind natürlich die Prinzipale. Und den haben wir natürlich nicht rausgenommen. Den kann ich spielen. Und es ist eindeutig, wo Tyron gerade ans Labium gefasst, also nicht gefasst hat, sondern nur den Luftstrom berührt hat. Dort ist dieses C1, das Prinzipal 8 Fuß. Und wenn wir mal dann mit ganzer Vorsicht die Gambe dranhalten als Vergleich mit dieser Pfeife. Jetzt sehen wir, was wir für tolle Handschuhe haben. Dann wird man nämlich jetzt sofort bemerken, es ist dieselbe Länge. Also Labium an Labium sozusagen. Aber es ist die gleiche Länge, aber jetzt halt sie mal ein bisschen weg davon, genau versetzt, sodass wir sehen, die eine Pfeife, nämlich der Prinzipal, ist deutlich breiter in der Mensur als die Gambe. Jetzt haben wir das gesehen, genau, also gleiche Länge, aber die Gambe eben in ihrer viel schmaleren Mensur. Und diese 4 8-Fuß-Pfeifen, also Prinzipal im Prospekt, die Quintade, die Gambe, das Gedakt, das wären die 4 Grundparameter der unterscheidlichen Register. Das 5. unterscheidliche Register wäre das Gemshorn, das 6. wäre die Flöte 8-Fuß und dann kann man die Palette vielleicht noch weiter fortsetzen, aber der Gedanke dieser Unterscheidlichen ist, dass sie sich in der Bauform unterscheiden. Und die Bauform und die Materialverwendung, die bestimmt das jeweilige Tonspektrum, das die Pfeife produziert. Und ich kann natürlich nicht beliebig viele Bauformen kreieren. Was sind also die Unterscheidungsmerkmale? Deshalb das Wort Unterscheidliche. Die 8-Fuß-Pfeife, die Prinzipal-8-Fuß-Pfeife hat, sage ich mal, mittlere Mensur, ist aus Metall und oben offen, kein Deckel drauf. Vergleiche ich das mit der Quintade, ist sie auch aus Metall, mittlere Mensur, weil das ist ja die doppelte Länge, also die hat quasi doppelt breite Mensur wie die Gambe. Und sie hat oben einen Deckel. Deshalb sage ich, diese Pfeife ist ein gedeckter Prinzipal. Ein Quintertön oder Quintade ist für mich ein gedeckter Prinzipal. Die nächste Kategorie, es ist aus Metall, aber viel engere Mensur. Das ist die Gambe. Um die Töne ansprechen zu lassen, sind dann, das hängt jetzt vom Orgelbauertyp ab, unter Umständen mit Ansprachehilfen versehen, das nennen wir Bärte. Das, was hier, wo die Luft durchströmt, das ist das Labium und weitere Pfeifendetails würde ich jetzt nicht unbedingt benennen wollen, weil das ist dann einfach Orgelbaulehre, das machen wir in einem anderen Video. Jetzt
haben wir drei Typen, alle aus Metall: Prinzipal, Quintade, gedeckter Prinzipal, und Gambe, enge Mensur. Der vierte Typus ist einfach der Weitchor. Das ist dann ein Gedakt, das heißt, es ist verwandt mit der Quintade, aber es ist verwandt mit der Quintade, weil es gedeckt ist. Beide Pfeifen sind gedeckt. Und das kann ich mal so in die Kamera halten, dass man diesen Stöpsel sieht, wo die Pfeife gedeckt ist. Deshalb heißt sie auch so. Und andererseits unterscheidet sie sich von der Quintade, weil Metall und Holz natürlich ganz andere Klangparameter geben. Jetzt nehme ich mal die Taste, die direkt benachbart liegt, nämlich das H. Und wir hören ganz kurz den Klangvergleich. Das ist der Klang der Quintade. Und das ist der Klang des Gedakt. Beide sind gedeckt, aber der Unterschied Metall-Holz wirkt sich so, so deutlich aus. Jetzt noch ein Gambenton zum Vergleich. Jetzt als unterscheidliche zusammenklingend. Das erzeugt diese Musik.